Hallo Leute, meine lieben Hotdogs, und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Livestream bzw. Video, wenn ihr gerade die Wiederholung guckt. Heute, meine Lieben, sind wir wieder zurück als Karl-Heinz, und zwar haben wir uns heute was ganz Besonderes gedacht, nämlich Karl-Heinz dreht heute mal richtig am Rad ab. Ich habe jetzt einen Mod installiert, da können wir wieder Leute entführen, wir können sie fesseln, wir können sie auf die Bahngleise da hinten schmassen, wie wir wollen. Also, wir können heute so richtig unser Unfug treiben, und sonst haben wir installiert, wie sonst auch immer, alles. Heißt, wir können auch wieder Leute ausrauben, Bank ausrauben und so weiter und so fort. Und wer wieder mit aktiv ist im Livestream, der kann ja auch mal wieder gerne Hashtag aktiv in den Livestream reinballern, damit ich wieder weiß, wer aktiv ist, und natürlich direkt mal am Anfang ein Like reinklatschen. So, ich steig mal ein. Ja, steig erstmal in so unser Ford Super Duty ein. Super geiler Wagen. Weil ich habe gedacht, fürs Gelände ist er ganz gut. Vor allem, wir können dann hinten auch Leute reinhauen, wenn es sein muss. Wenn wir entführen sollen oder sonst was. Finde ich eine geile Idee. Oh, PC Gaming Pro ist auch hier am Schlüssel. By the way, es gibt jetzt auch neue Emojis bei mir. Ich habe gestern neue Emojis erstellt. Kann man jetzt auch reinballern. Also die VIPs können das reinballern. Ja, und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt heute einen angenehmen Sonntag gehabt. Ich hoffe es. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Und, ach, warte mal, hier vorne ist die Kopperei, ne? Ja, hier ist das Sheriff Department. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn man da irgendwo einen Laden ausraumt. Also ich glaube, sogar da vorne ist ja so ein Laden, ne? Was passiert eigentlich, wenn wir den ausraumen? Direkt neben dem Sheriff Department. Ja, moin, das wäre es ja komplett. Aber wäre vielleicht eine gute Idee, weil den Laden da habe ich noch nie ausgeraubt. Leute, sollen wir den ausrauben? Ich habe den noch nie ausgeraubt. Ich bin... Oppala, scheiße, was habe ich denn überfahren? Oh, Katze. Katze, okay, ich habe sie nicht überfahren, ich habe sie nur leicht angefahren. Schau mal, das ist eine Katze, hat eine Maus, voll cute. Richtig cute. Und danke, wird ja Tim, der Hund-Fan, der Hund-Fanatiker. Xio bringt dir 5 Euro raus, dankeschön. Tim, der Hunde-Fanatiker, beste Grüße geht raus an dich. Und der Robin Meyer ballert 5 Schweizer Franken raus. Die Schweizer sind auch mal wieder aktiv. Grüße geht auch raus an den Robin Meyer. Dankeschön für 5 Schweizer Franken. Und Laura Manuela brüllt raus. Dankeschön auch an Laura Manuela fürs Aktivsein, fürs Aktiv-Supporten hier. Und Leander Listel ist auch natürlich wieder mit am Schlüssel. Hi, kennst du mich noch? Das fragst du mich, glaube ich, in jedem Stream, ne? Aber natürlich kenne ich dich noch. Beste Grüße gehen raus hier. Und ich würde aber sagen, wir gehen jetzt mal rein in den Laden, in den Saftladen, und gehen mal ausrauben. Was hast denn du für ein Problem, Alter? Da kommt nicht mal, das ist nicht mal Realismus. Das ist nicht mal puren Realismus. Ich gehe mal in den Laden rein. In dem Laden war ich auch, ey, da ist ja niemand. Ja, moin. Seit wann ist denn hier niemand? Ey, warte mal, der macht gerade Mittagspause, oder? Ist ja geil, Leute, der macht gerade Mittagspause. Kann ich den ausrauben hier? Nee, warte, so kann ich ihn nicht ausrauben, aber... Ey, Leute, der macht gerade Mittagspause. Also so einfach hat die es auch nie. So. Dann schauen wir gleich mal auf hier. Schau mal, ich krieg nicht mal was, weil der Mittagspause hat. Ist ja übelst crank, Leute. Schau mal, ich krieg nicht mal einen Stern. Oh, Kacke. Ist das jetzt deren Ernst, dass ich keinen Stern bekomme? Leute, ich glaube, ich habe es echt geschafft, ne? Das erste Mal, dass ich wen ausraube, ohne dass ich einen Stern krieg. Außer halt Überwachungskameras. Oh, hat er. Scheiße. Mach schnell, Karl-Heinz. Oh, tatsächlich. Überwachungskameras, ahoi. So, hier, Tür kaputt machen. Ganz schnell weg hier. Holy shit, Alter. Aber so einfach habe ich noch nie einen Laden ausgeraubt. Ich hatte jetzt alle Zeit der Welt, bis ich den Tresor offen hatte. Grüße gehen raus hier. Justin, don't do it. Dankeschön für 2,20 aktiv. Kennst du mich noch, Justin? Don't do it. Sagt mir gerade nichts. Höchstwahrscheinlich hast du deinen Namen geändert. Da fragen sie mich immer, ob ich sie noch kenne. Aber ich denke mal, dass du einfach Justin heißt. Dann Robin Meyer brüht nochmal raus. Ich spende wieder wie letztes Mal. Dankeschön, Robin Meyer. Das gibt's ja aber mal einen fetten Money Rain hier für euch. Für die ganzen Supporter. Ihr seid halt nicht mehr aufzuhalten. Und wir haben schon mal die Kopperei am Arsch. Aber ich find's immer cool, dass wir mal ein bisschen mit Karl-Heinz am Land sind. Weil sonst sind wir ja meistens in der Stadt, ne? Und ich finde es halt Korall, wenn wir mal so ein bisschen am Land rumcruisen. Ihr könnt ja auch mal reinschreiben, was wir so alles machen können. Oh mein Gott! Ich bin die fast losgeworden. Jetzt kommt der Sheriff. Ja, moin, das war es ja wieder komplett für mich. Der Sheriff mit der österreichischen Sirene. Hätte ich vielleicht rumstellen sollen, ne? Ich hau mal ab ein bisschen. Das war gerade nicht so die beste Idee. Alter, ich habe nicht gesehen, dass er da vorne war. Okay, warte, da sehe ich aber jetzt, dass er kommt. Hä, warum war ich jetzt... Hä? Der kann so weit sehen? Du blöder Puppel, du. Weißt du, das ist zwar gut fürs Gelände, dann geht... Aua. Was ein Assi, Alter. Was ein Assi. Mir kommt vor, die Sheriffs sind übelst brutal hier in der Gegend. Sollte man ein bisschen besser aufpassen. Oh, dankeschön. Dankeschön fürs VIP-Werden. Marc Kölsch. Ach, Gold ist Kölsch. Dankeschön. Für alle VIPs natürlich gilt. Hoppala. Genau, Hoppala gilt. Ich weiß zwar nicht, auf was ich da drauf aufgefahren bin, aber anscheinend bin ich da auf irgendwas aufgefahren. Wenn man VIP hat, kann man nämlich auf meinem Discord auch VIP beantragen, die man das einfach verlinkt. Ohne Wildsau. Entschuldigung. Herr Wildsau, geht's Ihnen gut? Ob sie gut geht. Oh, warte mal, ich kann mal was probieren. Warte mal. Komm her, Herr Wildsau. Komm her, du.
Kann ich dich nicht fesseln? Komm mal her, du kleiner Wuppel. Ich will die Wildsau haben, ohne Scheiß jetzt. Ich will die Wildsau haben. Oh Scheiße, die Cops kommen. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass wir wegrennen, ne? Kann sogar gar nicht mal so schlecht sein, aber die Wildsau ist ein bisschen schnell. Ich will aber die Wildsau haben. Wildsau, komm her! Bei Fuß! Ach egal, ich lass sie rennen. Ich wollte die nämlich gerade mitnehmen auf meinem SUV hinten. SUV ist ja schon. Auf meinem Pickup hinten drauf. Eine Wildsau wäre doch geil, ne? Aus welchem Land kommst du? Ich komme aus Österreich. Wissen viele nicht. San Andreas oder Vice City? Gute Frage. Vice City war mein erstes GTA. Das ist halt so mein Oldschool-Feeling. Das ist der Sound of Spengler. Und San Andreas habe ich auch sehr, sehr gern gezockt. Ich finde beides gleichgestellt. Würde ich sagen. Kingsal, danke schön für 5 Euro. Deine Videos sind die besten. Dankeschön, Kingsal. Danke für die Props. Und für die Donation. So, der Robin Meyer hat ja rausgeballt. Ich spende wie letztes Mal genau. Alter, ihr prügelt gerade so viel raus, Leute. Ich kann gar nicht mehr durchgucken. Tobi. Mania TV, brüllt 5 Euro raus. Dankeschön an dich, lieber Tobi. Dann die Annika Danneberg brüllt 1 Euro raus. Vielen Dank an Annika, nee, nicht Anja. Annika. Sorry, Annika Danneberg. So einen Namen habe ich noch nie gehört. Annika. Erste Mal, dass ich den Namen höre überhaupt. Ja, Grüße gehen raus. Dankeschön für den Support. Dann, ach, warte mal, jetzt muss ich wieder runterscrollen. Alter, ihr donatet gerade zu viel. Michi Irasch, Baller 229 raus. Schönen Sonntag. Dankeschön ebenfalls. Schönen Sonntag. Dann der Justin Zeitabrüht raus. Grüße aus der Schweiz. Dankeschön. Die Schweizer Franken gut angelegt hier, ne? So, der Robin Meyer brüht 2 Schweizer Franken raus. Wie kann man VIP werden? Unten gibt es einen Button, da steht Mitglied werden. Und das heißt bei mir VIP, weil man auch auf dem Discord VIP bekommt. Und so kann man VIP bekommen. Und man zahlt halt, ich glaube, es sind 4,99 im Monat. Kann man aber jederzeit kündigen, wenn man nicht mehr möchte. Und ist halt so eine kleine Sache, um mich zu supporten, wenn man es möchte. Sonst sind wir die Kopfhörer losgeworden. Und Dead End ist auch wieder hier. Hallo. Erstmal auf Arbeit in Hundschau. Ja, moin. Erst auf der Arbeit. Um 18 Uhr bist du noch arbeiten. Ja, moin. Dankeschön fürs VIP werden FIFA 18 Games. Vielen lieben Dank. Ist erstmal VIP geworden. Und Saskia Miep ist auch wieder mit am Start. Kaum bist du online und mir geht es wieder besser. Oh. Weißt du, das freut mich immer, wenn Leute mich gerne gucken und dann sagen, ihr Tag ist besser. Allein deshalb lohnt sich schon zu streamen, finde ich. Oder ein Video zu machen. Ich mache ja fast täglich Streams oder Videos. Sonst müssen wir aber gucken, was wir machen. Und das freut mich voll, wenn die Leute sowas schreiben, dass es ihnen durch mich besser geht. Das freut mich richtig. Also Saskia Miep, Dankeschön. Freut mich wirklich, dass es dir da besser geht, wenn ich mal streame. Ich meine, wir haben ja alle mal schwere Zeiten hinter uns. Ich meine, kann man sagen, was man will, aber... Das ist das Sound, oh, ein Hirsch! Na, ich hatte auch mal Zeiten, das glaubt ihr gar nicht, wo es mir richtig schlecht ging. Und da habe ich auch den einen oder anderen YouTuber geguckt, wo es mir auf jeden Fall viel, viel besser ging. Zum Beispiel, ich habe damals immer so ganz viele Prank-YouTuber geguckt, aber jetzt nicht diese Prankstars, die ihr denkt, die ich gucke, nee. Sondern so ein paar Amerikaner, die einfach nur Scheiße gebaut haben. Zum Beispiel, dass die einfach in so einen Laden reingegangen sind, einfach herumgeschrien haben. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Chase Do Studios. Finde ich ganz lustig. Habe ich mir damals immer gegeben, wenn es mir schlecht ging. Und kann ich jedem empfehlen, der auf echte Pranks steht und keine Fake-Pranks. Ja, danke, Phil. Na, Content-Clow. Phil, jetzt reicht's aber. Es ist jetzt ein bisschen Insider, weil vorhin ich beim Bonili im Stream war und wir uns so spaßhalber rumgebieft haben. Dankeschön. Vincent Georg, dankeschön fürs VIP werden. Vincent Georg. Huh. Und FIFA 18 Games, ebenfalls auch nochmal Dank an dich. Und warte mal, ich muss mal gucken. Warte, können wir... Ach, das ist noch ein Laden. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal jemanden mit, oder? Wollen wir mal jemanden mitnehmen, entführen? Ich habe richtig Bock drauf. Aber warte, davor muss ich nochmal durchgucken. Wer hat hier alles jetzt... Oh, Leute, ihr donatet so viel rein, ihr glaubt das gar nicht. Creepy 54 LP, dankeschön. Kennst du mich noch? Hast du Peps? Creepy 44 LP, dich kenne ich, den Namen merke ich mir. Solange sich die Leute nicht umbenennen, merke ich mir jeden Namen. Charlotte oder Charlotte, brüht 99 Cent raus. Dankeschön für deine 99 Cent, liebe Charlotte. Dankeschön für deinen Support. Nur der HSV brüht 2 Euro raus. Bist der Beste. Vielen Dank an nur der HSV und Evander Schwand ist hier. Kannst du mich grüßen? Grüße gehen raus an Evander Schwand. Und Leute, ihr müsst nicht donaten, um gegrüßt zu werden am Ende des Streams. Nee, das müsst ihr nicht, denn am Ende des Streams wird immer komplett kostenlos. Ich mache das immer durchgegrüßt, weil ich finde das dann immer ganz cool, dass die Leute, die am längsten da bleiben, dann auch am Ende gegrüßt werden. Und ja, wenn ihr komplett kostenlos supporten wollt, ihr müsst nicht donaten, ihr könnt komplett kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren. Wir sind ja bald auf 300.000 Abonnenten. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann kann ich es jedem empfehlen, was noch nicht gemacht hat. Abonniert einfach, aktiviert die Glocke, sind vielleicht 1-2 Sekunden, die ihr verschwendet damit, das zu machen. Ich würde mir auf jeden Fall übelst freuen und natürlich auch gerne ein Like da lassen, auch für komplett kostenlosen Support. Für den Hund, dass er sich
ein oder anderes Mal eine kleine Packung Pedigree leisten kann. Ihr wisst ja, die Pedigree-Preise sind ja nach oben geschossen die letzten Tage. Die Aktie ist geplatzt und ich will einen Snack kaufen. Haben Sie Pedigree am Stissel? Ich schau mal, ob der Pedigree hat. Hat der überhaupt Hundefutter? Das würde mich gerade echt interessieren. Haben die eigentlich in GTA mitgedacht, dass es irgendwo Hundefutter zu kaufen gibt? Das wäre richtig nice. Nee, Chips hat er, aber kein Hundefutter anscheinend. Ein paar Hefte. Ah, super, über Aliens, aber über Hunde nicht. Ist ja ein schlecht sortierter Laden hier mal wieder. Also wirklich, kein Hundefutter. Ich bin wirklich enttäuscht, jeder Laden hat Hundefutter sonst. Mayonnaise. Ist Mayonnaise ein Instrument? Nee, auf gar keinen Fall Mayonnaise im Hund geben, Leute. Ganz schlecht, ganz schön fettig. Dann kotzt der Hund direkt auf den Boden. Das wollen wir doch nicht. Wer hat hier noch, genau, Nero. Nero Club ist neues Mitglied. Wird ja auch gleich eingeblendet hier für dich. Gut, dann haben sie kein Hundefutter. Dann werde ich mich jetzt hinten bei ihnen bedienen. Oder wisst ihr, was wir machen könnten, Leute? Ich habe eine gute Idee. Ich habe eine gute Idee. Na, dankeschön, Nero Club fürs VIP werden. Freut mich, dass du jetzt auch in der VIP-Army bist, lieber Nero. So, zimmert den aber mit. Ich würde echt sagen, wir nehmen den mit, ne? Warte, aber zuerst rauben wir den aus und dann nehmen wir ihn mit, okay? Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ja, chill mal ein bisschen. Ich raub dich aus und dann nehmen wir den mit als Geisel, Leute. Wir müssen den dann hinten reinwerfen. Ich hoffe, das geht sich aus, ohne dass die Cops kommen. Problem ist, ihr seht, wir haben schon Stern. Und wenn die Cops kommen, haben wir ein kleines, aber feines Problemchen. Warte mal, ich muss hier gucken, dass ich den aufkriege hier, den blöden Tresor, Alter. Der Phil brüht nochmal raus. Und du hast mir Peps versprochen, wenn ich komme. Ja, wirklich. Oh, scheiße, jetzt habe ich mich vertan wegen dir. Phil, jetzt kriegst du keinen Peps mehr von mir. Ich habe mich verdreht. Scheiße, die Cops sind... Okay, den können wir nicht mitnehmen, Leute. Die Cops sind jetzt schon da. Okay, einmal probiere ich noch. Ich habe Angst. Ja, die Cops sind direkt vor der Tür. Ich sehe sie schon kommen, Alter. Oh, ich sehe sie schon kommen. Ja, du blöder Huppel, du. Jetzt sind die Cops vor der Tür, Alter. Ich habe gar keinen Bock auf die. Verpisst euch! So, ganz schön weg, Leute. Alter, der hat mir ganz schön Leben gezogen, der nette Herr. 3 Sterne. Ach, das ist ja nichts, ne? Passt auf, ich fahre an der Tankstelle. Ihr wollt doch nicht, dass die explodiert, Alter. Scheiß die Wand an. Oh, Gabelstapler fahren. Wisst ihr noch, wie wir das letzte Mal Gabelstapler gefahren sind? Das war übelst nice. Voll, jetzt haben wir echt die Kacke am Arsch. Gar keinen Bock auf Cops gerade. Nur weil der blöde Typ ist, den Kack nicht aufbekommen hat. Ich könnte kotzen. Ich könnte echt kotzen, Alter. Und ich muss da weg jetzt. Ich muss da ganz schnell weg mit die. Oh, das ist ja ganz schön laggy. Fahr schnell drüber. Prinzessin! Leute, wir müssen da echt weg. Kein Bock auf die Kacke. Kein Bock gerade drauf. Und Dankeschön, Phil nochmal. Wegen Peps auch. Und oh mein Gott! Robin Meyer, neuer VIP, auch wieder dazugekommen. Dankeschön. Robin Meyer. Vielen Dank fürs VIP werden. Beste Grüße gehen raus an dich. Beste Grüße. Ich guck dann gleich die Super Chat Donation durch, nachdem ich hier durchgefahren bin. Weil die werden ja nicht eingeblendet. Ihr wisst, der TP-Stream hat das bis 1995 bis heute nicht gefixt. Das fühlt sich an, als wären da schon wieder 15 Jahre vergangen fast. Alter, verpiss dich da hinten jetzt. Oh! Und Dankeschön, Miriam, Moritz, ebenfalls müsst ihr VIP werden. Und falls ihr jetzt erst dazugekommen seid und ihr das noch nicht mitbekommen habt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber deshalb kann ich nicht gut lenken. Guck mal, mein Reifen ist komplett im Arsch. Deshalb, Alter, das ist ja richtig assi. Die haben mir meinen Reifen weggeballert. Guck mal, der ist stecken geblieben. Oh, die komplett vordere Stange ist kaputt. Die Lenkstange ist kaputt. Und schaut mal, der dreht sich nicht mehr, der Reifen. Ich brauche ein neues Auto, Leute. Und jetzt vielleicht da noch stecken, oder? Tatsache, Alter. Super geil. Ich muss ganz schnell weg da. Mit ein bisschen Glück schaffe ich's. Ich muss da echt weg, Leute. Ich muss da echt weg. Oh, da hinten ist ein Hotdog-Stand. Also für alle, die es nicht wissen, wenn man VIP hat, hat man Vorteile. Sprich, man hat eigene Emojis, man hat einen eigenen Ding nach vorne, so ein eigenes Symbol. Und man wird grün angezeigt im Chat, also man sticht mehr raus und ja, es sind halt ein paar Vorteile, auch zum Beispiel im Discord kriegt man VIP-Rang und muss man halt mal verknüpfen, ne, YouTube mit Discord, dann geht das. Du bist der Beste auch, Dankeschön Martin, Grüße gehen raus und Boy HD, hast du Peps, immer doch, das weißt du. Der Hund hat immer Peps dabei und ich muss echt abhauen, weil sonst kommen die. Oh, Alter, die sind eh direkt hinter mir, scheiße. Leute, wir brauchen ganz schön ein anderes Auto. Nur ganz schnell gucken, ob der...
RIP. Ja, Leute, merkt euch das. Schießt niemals auf ein fahrendes Auto, was dann rechts rüber lenkt. Genau dann passiert sowas. Das war mal wieder so typischer Xyrentod, ne? So ein richtiger Karl-Heinz-Xyrentod. Genauso sieht das immer aus. Super. Jetzt haben wir keinen Peps mehr. Jetzt ist unser Peps weg. Super. Oh, hallo. Ach, das ist die Mette, Alter. Da müssen wir weggehen. Die Mette Annette ist das. Die schießt immer ohne Grund. Merkt ihr das? Schau, wer hat hier alles voll donated? Der Michi Ira schon mal mit 3,49. Meine letzte Spende. Liebe Grüße von Kärnten. Ja, Grüße gehen zurück nach Kärnten. Nikis View ist auch wieder dabei. Bin back. Herzlich willkommen. Dann haben wir noch den Wallshow die Woche und ich. Grüße gehen raus an dich. Vielen Dank für 99 Cent. 1 Cent mehr und es wäre ein Cheesy. Ein großer Fan ist auch wieder hier mit 2 Schweizer Franken. Bist der Beste. Vielen, vielen lieben Dank. Und der Louis Wittmann ballert hier 10 Euro und raus. Da gibt's schon mal wieder Money Rain rein. Und der Kingstar kommt auch raus in Money Rain. Vielen Dank. Abnormaler Support, was unsere Community hier schon mittlerweile aufbaut. Ne? Das ist nicht normal, was ihr hier rausprügelt. Vielen lieben Dank an Kingsal. Bist du Österreicher? Ja, bin ich. Tatsache. Merkt man aber nicht so, ne? Also ich glaube, Leute, schreibt mal rein für alle, die Deutsche sind oder Österreicher sind oder was auch immer. Schreibt mal rein, wie ihr mich eingeschätzt habt. Habt ihr gedacht, ich bin Deutscher? Oder hört man ein bisschen raus, dass ich ein bisschen Österreicher bin? Und Phil brüht raus. Lass mal wieder Discord quatschen. Könnte ich auch mal wieder machen, Phil. Stimmt eigentlich. Problem ist, wie gesagt, in letzter Zeit sehr, sehr viel zu tun. Sehr viele Projekte am Laufen. Also wenn ich mal am PC online bin, dann bin ich eigentlich nur am Arbeiten, kann man so sagen. Weil der Server macht sich nicht von selber. Ich habe die letzten Tage wieder so viel am Server gearbeitet. Oh, da vorne ist ein... Oh, super geil. Das ist wieder so ein Super-Duty. Den nehme ich gleich mit. Und der Server wird einfach episch, Leute. Ich freue mich schon richtig drauf, wenn wir da Videos machen. Also da auf jeden Fall, wenn ihr das nicht verpassen wollt im Server, einfach abonnieren, Glocke aktivieren, weil dann wird es fette Livestreams mit dem GTA 5 Server geben. Und das wird ein richtig nices Projekt. Also da freut euch schon drauf. Das ist dann wie die Real-Life-Mods, nur mit wirklich echten Leuten und halt auf dem Server. Ne? Oh, du Kacke! Fast hätte ich den gerade überfahren. So, jetzt nehmen wir aber mal jemanden mit hier, oder? Ich will mal schauen, ob wir eine Geisel mitnehmen können. Ist ja jemand beim Hotdog-Stand? Dem gehört gerade niemanden. Super geil. Weißt du, jetzt gehe ich extra zum Hotdog-Stand. Ist da niemand? Beste, was man machen kann. Hier kannst du mich grüßen. Leute, ich grüße immer am Ende des Streams. Also für alle, die gegrüßt werden wollen. Ich kann immer nur Donations grüßen, weil das geht sich gerade noch so aus, ne? Aber wenn ich gerade im Ingame bin, hier schauen gerade über 2000 Leute zu. 2000 Leute durchgrüßen im Stream wäre ein bisschen blöd. Deshalb mache ich das immer so, dass ich das am Ende des Streams verlagere, dass ich da mal eine Durchgrüßrunde mache. So, schauen wir mal. Nehmen wir da jemanden mit? Ich will mal gucken. Hallo? Hat jemand Hotdog? Warte, wen nehmen wir mit? Den Dicken da oder die... Ach, du willst mich reporten? Wie sieht's denn jetzt aus, Prinzessin? Hm? Wie sieht's denn jetzt aus? Ja, wie sieht's denn jetzt aus? Er kommt mit... Oh, nee, jetzt ist mein Auto weg! So eine Scheiße. Du hast mein Auto weggespawnt. Bist du irgendwie... Uri Geller oder was? Ich hätte einfach mein Auto weggespawnt. Ich hau dich auf die Gleise, ich sag's dir. So, jetzt braucht man ein neues Auto, Alter. Scheiße. Wie machen wir das jetzt am besten? Karl-Heinz, was macht man jetzt? Hier hat man nämlich gedroht, dass sie die Cops ruft. Hab ich das vorhin mit... Ey, da vorne ist wieder so ein Wagen. Warte, ich brauch so einen Wagen. Wo wir hinten eine Ladefläche haben, sonst wird das nix. Hey, stehen bleiben! Hallo! Ich hab grad ne. Ich bin ein Kind und hab ne fette Frau hinten drauf. Deine Mutter! Oh, deine Mutter. Ne, komm jetzt aber ohne Scheiß, ich brauch echt mein Auto jetzt. Jan, jetzt fährt hier ein Hammer durch. Was soll ich mit einem Hammer? Ich brauch eine Ladefläche. Schade, dass es kein Hammer mit Ladefläche ist, ne? Weil gibt's ja auch, die sind hinten offen. Aber der nicht. Der ist wie ein Koblenz, der hat nicht offen. So, ich brauch aber echt jetzt mal irgendwas hier. Oh, da ist ein Cabrio. Wir könnten es probieren, Leute. Wir könnten es probieren, die Alte ins Cabrio zu werfen. Was haltet ihr von der Idee? Was haltet ihr von der Idee? Ist doch super. Und Tino, Dankeschön. Dankeschön. Oh, geil. Ich glaube, es funzt. Bleib liegen da. Tino, Kremat, vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs VIP-Werden. Grüße gehen raus an dich. Tino. Tino ist aber auch ein schöner Name, ne? Tino. So, nehme ich den mal mit. Ich schau mal, ob es funktioniert überhaupt. Hey, was? Was willst du von mir? Ey, Digi. Digi, pass mal auf. Ich habe eine Waffe, Alter. Also ich habe ein Lasso. Ich habe eine Waffe und ein Lasso. Das tut weh. Das tut weh. Das tut weh. Und Kingsal nochmal mit einem Auto durch. Na jo. Ein bisschen hört man das außer, aber nicht so extrem. Kannst du mal österreichisch reden. Na, damit habe ich dir wohl gerade einen Gefallen getan. Opala. So richtig funktioniert tut das doch nicht. Die Alte kommt nicht mit. Kann ich die noch... Geht's ja gut? Das sieht so blöd aus. Ey, Alte, komm mal her, du. Das sieht nicht gut aus, Leute. Ich glaube, der hat einen epileptischen. Nee, das sieht echt nicht gut aus, Leute. Ich glaube, die... Guck mal. Guck mal, die sieht echt nicht gut aus gerade. So.
Sorry, tut mir leid. So, das haben wir jetzt mit dir. Wir brauchen ein anderes Auto. Wir müssen dich wirklich auf eine Ladefläche draufhauen. Oder wir hauen sie jetzt direkt mal von die Gleise, oder? Weil die geht mir richtig am Zipfel gerade. Ich habe keinen Bock mehr, die Alte mitzunehmen. Ich habe echt keinen Bock mehr auf die Alte. Und Phil, prüh nochmal raus. Beste Chance, dass auch jüngere Leute auf deinen Server kommen. 13 bis 16. Würde halt gerne mitmachen. Bin halt noch recht jung. Das ist eine Frage. Die ist gut gestellt, aber tatsächlich wissen wir das noch gar nicht. Wir wissen noch nicht mal, ob wir den wirklich so machen, dass man sich bewerben kann. Weil, warte mal, ich schau mal, wo sind denn die Gleise? Och, da vorne, ich bin falsch gegangen. Weil das Problem ist einfach, wir haben noch gar keinen Plan, wie wir das dann halt umsetzen, ob sich dann jemand bewerben kann oder nicht. Oder ob da wirklich nur so die engste Community drauf spielt, sprich die Moderatoren oder die Freunde und so weiter. Weil es werden halt ein paar Storys geben, aber ich schätze mal, höchstwahrscheinlich, dass man sich bewerben kann. Und dann müssen wir halt von der Reife ausgehen. Und ich weiß noch nicht, ob wir da so ein Alterslimit reinhauen. Kann sein, muss aber nicht. Also da habe ich auch keinen Plan davon, ob wir das machen oder nicht. Weil wir lassen es erstmal privat laufen und dann später da machen wir das erst mit Bewerbungen, wenn überhaupt, ne? Müssen wir halt schauen. Und danke an MySkin für 2 Euro Donation. Bester Mann, vielen Dank, MySkin. Und Walcho, die Woche und ich brüte nochmal 2,29 aus dem Superchat raus. Kannst du mich empfehlen? Hab nur 7 Abonnenten. Empfehlen soll ich dich bei 7 Abonnenten. Ich weiß nicht mal, was du für Content bringst, Prinzessin. Beste Frage ever. Nee, meiner Meinung nach ist ja das Abonnieren eines Kanals, also hier nochmal, wer es noch nicht gemacht hat, ne, mal draufklicken, ist ja so eine Sache, wenn du guten Content bringst, dann wirst du auch Leute finden, die es gucken. Verstehst du? Also immer schön an der Qualität arbeiten und mein Tipp ist es, oh, warte mal, da kommt jemand, guck mal. Oh, scheiße. Tschüss! Tschüssikowski! So Leute, jetzt ist es brutal hier. Jetzt ist es hier ganz schön brutal. Und das wird jetzt schön zum Ansehen sein. Tschüssi! Das sieht aber acht, die wird gerade mitgeschliffen. Schau mal, die wird kilometerweit mitgeschliffen. Guck mal. Scheiß die Wand an, ist das brutal. Ja moin, das war's ja komplett mit ihr. Jetzt sind wir sie wenigstens losgeworden. Ich meine, komm, musste mal sein. Ich musste die Alte echt mal loswerden. Weil ich konnte kein Auto reinsteigen jetzt bis jetzt. Weil ich musste sie rumschleppen, ne? Sonst hätte sie die Cops gerufen, das wollen wir doch nicht. Nee, und ich kann es eben empfehlen, nicht gepusht zu werden, einfach zu machen und irgendwann kommen die Leute von selbst. War bei mir auch so, ich habe mich mein ganzes Leben lang nicht einmal pushen lassen. Ich habe alles selbst aufgebaut und ich bin stolz drauf, dass ich mir wirklich alles von 0 auf 100 aufgebaut habe, verstehst du? Finde ich schön. Da kann ich selbst stolz auf mich sein, dass ich sagen kann, ich habe es mir selbst aufgebaut und nicht, weil jemand gesagt hat, guck mal dort vorbei. Hatte ich noch nie. Nö, gab's nicht. Was ist denn jetzt los? Bitte sag nicht das. Ja, moin. Ja, moin! Ist das gerade wirklich passiert? Wartet mal, Leute, bitte. Mir ist gerade das erste Mal in meinem Leben die Facecam gecrashed. Ich schwöre euch auf alles. Mir ist gerade ohne Scheiß. Okay, Leute, das ist jetzt aber. Dafür gibt's schon mal ein Like hier. Lasst mal ein Like da. Mir ist gerade ohne Scheiß das erste Mal in meinem ganzen Leben die Facecam gecrashed. Ich schwöre. Scheiß, die Wand an. Das ist mir noch nie passiert. Ich habe immer gesagt, das läuft so gut, ne? Warte, ich muss die neu starten, sorry dafür. Ja, das ist halt so, wenn man ein Hund ist, hat man sich immer einfach im Leben. Da könnt ihr mal Hashtag Crash reinschreiben. Hashtag Facecam Crash, schreibt mal alle rein. Ja, boy, das war's ja wieder komplett. Das war's ja komplett, Leute. Bra, ohne Witz jetzt. Oh, geil, du bist der Beste. Dankeschön an Natsu Fairy Tale. Vielen Dank für 5 Euro Donation. Und Dankeschön auch an Ege Tuna Ulu. Jetzt habe ich Bock auf Thunfisch. Nee, Grüße genauso an dich und Michi Ira schon mal. Liebe Grüße von Feldkirchen in Kärnten. Boah, Alter, Feldkirchen gibt's viel. Bei uns in Graz in der Nähe gibt's auch einen Feldkirchen. Gibt so viele Feldkirchen einfach. Jetzt bin ich der Stuhl. Ja, jetzt bin ich der redende Stuhl. Super sieht das aus. Sieht jetzt wirklich super aus. Und Creepy 44 LP Brühe 220 raus. Wann kommt Andi? Möchte ein bisschen mit Pep nerven. Ja, würde ich auch gerne machen. Aber der kommt heute nicht. Weil es halt, wir spielen halt Singleplayer. So, ich bin wieder da. Ich hab grad einen kleinen Absturz gehabt. Ich hatte gerade übelst Durchfall. Nee, Spaß, also ist mir so nie passiert, dass meine Facecam gecrashed ist. Das erste Mal, aber ich würde mal sagen, es gibt immer ein erstes Mal. Das heute im Livestream mitzuerleben mit den ganzen Leuten. Ja, moin, das war's echt komplett heute. Wäre jetzt lustig gewesen, wenn das wirklich so passiert wäre. Wie bei diesem The One Many, wo dann die Facecam sich aufgehängt hat. Und man dann sein echtes Gesicht gesehen hat. Kennt ihr das? Und das war ja fake. Viele denken, das war echt. Oh, warte mal. So ein Lader brauchen wir perfekt. Und jetzt habt ihr gesehen, was passiert, weil ich oft die Frage gestellt bekommen habe: Was passiert eigentlich, wenn die Facecam crasht? Und ich habe immer gesagt, das ist bis jetzt noch nie passiert, aber keine Ahnung, es wird nichts passieren. Es kommt einfach nur ein Blackscreen rein und das war's.
Also, da sieht man schon mal, dass die Facecam gar nicht mehr so schlecht ist. So, jetzt müssen wir mal gucken. Erstmal mal wieder ein paar Leute ausrauben, oder? Welche auf die Gleise legen. Ja, jetzt will ich mal ein paar Leute mitnehmen als Geisel, Alter. Da habe ich richtig Bock drauf. Da habe ich gerade richtig fett Bock drauf, ja? Aber creepy, 44 LP, ne? Hast du Pep? Alter, den habe ich gestern so genervt damit. Den habe ich ja gestern so ends mad gemacht damit. Weil er nicht wusste, was das ist. Ich habe ihn 10 Mal gefragt, hast du Pep? Und er so, nein. Und dann so nach 10 Minuten, was ist eigentlich Pep? Ja, moin, das war's ja wieder. Komplett für ihn, ne? Hashtag Karl-Heinz. Jawohl. Wie alt bist du? Ich bin 21. 21 Jahre. Für ein Menschenalter ganz schön jung. Für ein Hundealter natürlich schon ganz schön alt. Ja, das war's auch wieder. So, warte, soll ich den mitnehmen? Ach, komm, den nehmen wir mit. Schau mal, wie assi der ist. Komm mal her. So, sollen wir den ans Ding? Warte, können wir den ans Ding klatschen? Ich schau mal, ob wir den ans Auto klatschen können. Ey, wie geil wäre das, wenn wir das ans Auto klatschen können? To hang this person. Warte mal, hallo. Hoppala. Das wollte ich nicht. So, sorry, warte mal, das wollte ich nicht. Scheiße, hab ich den jetzt. Oh. Ich hab ihn gerade erhängt. Na super. Was machen wir jetzt mit dem? Ich lass ihn mal liegen, ne? Ich lass ihn mal liegen. Ich hab nichts getan. Marvin. Ich heiße Marvin. Marvin Klinge. Dankeschön für 1 Euro. Will gar nicht wissen, wie oft die Leute, die Marvin heißen in der Schule, die ganze Zeit mit diesem Ich heiße Marvin genervt werden. Aber Grüße gehen raus an dich, lieber Marvin. Vielen, vielen lieben Dank. Oh, Superchat funktioniert. Superchat Einblende. Die funktioniert jetzt wieder. Ja, moin. Habe ich gar nicht bemerkt, dass sie wieder funktioniert. Super. Dankeschön, Marvin. Hat anscheinend Marvin und Creeper viel für die LP gefixt, ja. Hashtag Karl-Heinz. Ja, ich finde, Karl-Heinz ist so einer meiner Lieblingscharaktere gerade in GTA. Finde ich ganz lustig zum Stream. So, wir fahren mal da nach hinten. Und warte mal. Ich mach mal schon. Es nervt mich, dass das hier ist. Da hinten gibt es eine Bank, ne? Da hinten gibt es eine Bank. Ich will mal was probieren. Ich weiß, wenn wir die Bank da hinten ausrauben, sind wir so gut wie gearscht. Aber ich habe so einen kleinen Plan, ne? Ich habe schon was Kleines entwickelt. Aber zuerst möchte ich probieren, ob ich jemanden da mitschleppen kann, ja? So, schauen wir mal. Aber da drin ist jemand in der Bank, aber warte mal, ich will mal. Ey, hast du Pep? Hast du Peps? Du Peps hast. Dann kommst du mit jetzt. Komm mit, du. Jesus. So. Dann komm mal mit. Du kleine Wuppeltalerin, da zeige ich dir mal einen richtigen Hasen, ja? Das finde ich ganz lustig, wenn wir die mitnehmen. So. Da mache ich mal ganz schnell auf hinten, dass wir die da mitnehmen können. Das ist der Sound of a Spende. So, Vehicle Options, Door Options, da-da-da-dam. Open Trunk. So, perfekt. Ich hoffe, ich mache den nicht kaputt. Den habe ich mal kaputt gemacht, aus Versehen. So, komm mal mit, Prinzessin. Zeig dir jetzt einen echten Hasen da hinten. So. Dann legen wir die da drauf. Du willst die Polizei rufen? Ja, jetzt geht's wohl nicht mehr. So, dann haben wir eine kleine Geisel hinten drin. Passt doch perfekt. Und dann können wir schon die Bank ausrauben. Dann haben wir schon eine Geisel hinten, die uns nichts tun kann, weil wir sie mitgenommen haben. Finde ich ganz schön cute, ne? Danke, FlixHD, für 1 Euro Superchat. Grüße gehen raus an dich, FlixHD. Jetzt kann man aber hier mal ein Like-Hype rausballern, wenn wir jetzt die Bank ausrauben werden. Leute, drückt auf den Like-Button, um hier kostenlos zu supporten den lieben Karl-Heinz bei der Bank. Drückt ihm den Daumen, jetzt werden wir ausrauben. Now when I'm unstoppable. So. Wenn ihr mich supporten wollt, dann auch gerne abonnieren, Glocke aktivieren. Wir gehen straight auf 300.000 Abonnenten zu. Da wird es ein Special Livestream geben. Also wenn ihr das sehen wollt, auf jeden Fall jetzt direkt abonnieren und nichts zu mehr zu verpassen. Und jetzt werden wir da gleich die Dingsy-Booms hier ausrauben. Und zwar, wie machen wir das am besten? Lass mich mal schnell gucken. Wir gehen da lang, genau. Da müssen wir O drücken. Und es funktioniert. Super. Gut. Dann lass uns jetzt mal die Ding ausrauben, würde ich sagen. Ne? Wie gesagt, drückt uns die Daumen, dass wir dieses Mal diese Bank erfolgreich ausrauben werden. Das ist der Sound. Mit Karl-Heinz, mit unserer Geisel da hinten drin. Finde ich nice. Erstes Mal, dass wir eine Geisel haben. Fabian Höppner, Dankeschön für 1 Euro Donation. Grüße gehen raus an dich. Ich küsse deinen Nacken. Alter, was macht denn dieser ekelhafte Typ da drin? Verpiss dich. Alter, schau, wie die alle auf mich losgehen. Ey, Überfall. Überfall. Das ist Überfall. Überfall. So, geh mal da schon rein. Jetzt machen wir die hier noch platt. Genau so. Und du, kleiner Wuppel. Du machst jetzt da einen Tresorraum auf. Sonst kriegst du eins auf Schnauze, ja? Mach schneller. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Ich bin Karl-Heinz. Ich bin ein sehr wohlhabender Geschäftsmann, ja? Ich hab auch eine Geisel im Auto. Sie wollen doch nicht, dass die Geisel stirbt, wenn ich da wegfahre, ne? Also keine Cops. Wobei, ich hab schon 2 Sterne. Super. Der hat schon angerufen. Das war's wieder. Das war's wieder, wirklich. Das war etwas brutal, aber ich fand's ganz nice. So.
Ich meine, Portal dürfen wir schon sein als Kali. Karl Heinzel. Das Kindle, wir bohren wieder auf. Ey, drückst du jetzt vielleicht mal an? Ja, das war's wieder, ne? So, andrücken. So, jetzt kriegen wir die Kacke aber auch auf hier, ne? Der Sound ist auch Österreich, oder? Das ist der Sound auf der Spende. Ja, das ist halt so englisch-österreichisch. Fand ich ganz lustig. So, ey, so schnell haben wir denn das schon leicht mal aufbekommen. Ich bin stolz auf dich, Karl-Heinz. Richtig schnell aufbekommen hier. So, schau mal, ob die Geisel noch hinten drin ist. Ich hoffe mal. So, verpissen wir uns hier ganz schnell raus, Alter. Und die Geisel ist noch hinten drin, perfekt. Geisel ist da. Schau mal nur, dass die hinten drin bleibt. Oh, guck mal. Die Arme... Oh, scheiße. Die hat sich den Kopf angehauen. Ist schon alles okay. Prinzessin, ich schau, dass ich nicht so schnell fahre, ja? Ich schau schon, dass ich nicht zu schnell fahre. Och, die heult da hinten drin. Die heult da hinten. Die Arme, Alter, die Arme. Guck mal. Ja, ja, ist alles okay. Ich hoffe, die bleibt drin, ne? Ich hoffe so sehr, dass die drin bleibt. Weil durch die können wir noch irgendwas bei der Polizei... Oh, scheiße. Also, die macht aber ganz schön was mit uns, ne? Die macht ganz schön eine Fahrt mit da. Die tut mir übelst leid, Alter. Guckt euch das an. Wie der da hinten rumwubbelt. Oh, die sagt nichts mehr. Scheiße, ich glaube, die ist bewusstlos. Leute, ich glaube, die ist jetzt bewusstlos. Na gut. Ist nicht mein Problem. Ich kann nichts dafür, dass ich so fahren muss. Ich muss so fahren, sonst komme ich nicht weg. Aber cool. Sehr cool. Unsere Geisel ist bewusstlos. Was machen wir jetzt mit der, Alter? Jetzt müssen wir die irgendwo anscheinend eingraben. Wenn wir da fertig sind. Die Beweismaterialien auf jeden Fall alle weghauen. Und ich muss schauen, dass ich da irgendwie in den Tunnel reinkomme. Der Kopf schaut raus. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Wenn er da rausguckt, oder? Glaubt ihr, das ist gut, wenn er hier rausguckt? Ich glaube, das ist nicht so gut. Ich schau mal, dass die rückgeht. Komm, zurück ins Auto. Du haust es unseren Kopf an. Sonst tust du wirklich noch weh hier. So. Sobald wir im Tunnel sind, sind wir die Kopf so gut wie los, Leute. Dann haben wir das geschafft. Hi, ich bin neu hier. Ja, herzlich willkommen für alle Neue. Ich habe den Abo-Button gesprengt. Ja, moin. Dankeschön fürs Abo-Button sprengen. Liebe geht raus an dich. Ganz viel Liebe. Für die Abo-Button-Sprenger. Oh, Kacke. Die haben uns gerade... Ja, die haben uns gerade ein Ding geschossen. War komplett egal jetzt. Wir schaffen das doch. Müssen nur schauen, dass es hier keine Bahn kommt oder so. So, hier fahren wir auch noch drüber. Ey, dann haben wir das geschafft, Leute. Dann sind wir die Cops los. Und dann müssen wir noch die Geisel müssen wir noch loswerden. Ich glaube, die schafft es nicht mehr. So, ich bleib mal da hinten drin. Ich schau mal, was wir machen. So. Ich hoffe, der geht's gut, Alter. Geisel, alles okay bei dir? Scheiße, Leute. Ich glaube, die Geisel hat's nicht überlebt. Ich glaube, wir müssen die Geisel loswerden irgendwie. Wir müssen jetzt vergraben gehen, Leute. Kein Bock drauf, aber wir müssen jetzt, wirklich. Das ist echt kacke. Erst die Cops loswerden und dann die Geisel vergraben. Super geil. Das ist ja mal heute wieder echt Breaking Bad Finale hier. So. Kannst du mich grüßen? Ich grüße immer am Ende des Streams, Leute. Also für alle, die gegrüßt werden wollen, am Ende wird gegrüßt. Und Dankeschön für die ganzen Leute, die hier den Like-Button komplett zum Sprengeln bringen. Und für alle, die den Abo-Button hier zum Sprengeln bringen. Und natürlich die Glocke. Glocken sind coole Sachen, Leute. Dankeschön. Hugo, auch Dankeschön fürs Glocken aktivieren. Und wir haben 68.000 Kohle gemacht. Und wir haben noch eine Leiche hinten drin. Super. Kurz sind wir losgeworden. Ich würde sagen, wir fahren dann nochmal zurück. Oh, scheiße, der Zug kommt. Scheiße, der Zug kommt. So, never mind, ich fahre da nicht zurück. Ich fahre so zurück. Das hätte jetzt ungut ausgehen können. Ich habe nämlich schon eine Idee, wo wir die Leiche vergraben werden. Ja, ich habe schon eine gute Idee. Weißt du, was cool wäre? Eine Schaufelmod. Könnte ich vielleicht mal machen oder so, weil in GTA San Andreas gab es eine Schaufel. Kennt ihr die noch? Die gute alte Schaufel. Und wisst ihr, was mir auch komplett abgegangen ist in GTA 5? Da ging mir voll die, wie heißt sie nochmal ab? Warte mal. Wir müssen da runter, scheiße. Oh ne, ne, bleib drin, bleib drin, bleib drin. So, wie kommen wir da jetzt runter? Scheiß die Wand an. Ne, mir fehlt übelst die Dingsi-Bumsi. Mir fällt der Name nicht ein. Die Kettensäge, genau. Wer kennt noch die gute alte Kettensäge aus GTA San Andreas und Vice City? Die fehlt mir übelst. Das wäre so geil gewesen, wenn wir so eine Kettensäge hätten. Da gibt es auch zwar eine Mod, aber die ist nicht so gut wie eine echte Kettensäge halt, ne? Man kennt die, ne? Müssen wir noch runter. Aber ich hoffe, die bleibt drin, die alte. Ey, was wir uns hier für eine Mühe machen, ne? Dass wir alles hinter uns lassen.
Die hängt da immer raus. Wir müssen nur schauen, dass wir sie irgendwie loswerden. Aber ich habe schon eine gute und feine kleine Idee. Und zwar werden wir sie auf der Brücke da oben oder so runterwerfen. Irgendwas werden wir machen, dass wir sie loswerden. Du bist ja ein netter Hund und ein böser Hund. So in etwa kann man sagen, ja? Ich bin gut, so auch böse. Passt doch, oder? Oh, scheiße, das sind die Cops. Okay, ganz normal verhalten, Leute. Wir verhalten uns jetzt ganz normal. Die haben da gerade eine Schießerei. Ich tue so, als würde ich nichts merken. Genau. So, perfekt. Sie haben nichts bemerkt. Und dann lassen wir die da unten irgendwie gehen. Weg da, ich habe eine Leiche zu verfrachten. Dankeschön. Oh, scheiße. Ich sage jetzt nicht, ich kriege einen Stern dafür. Wenn ich dafür zu Stern bekommen habe, dann kriege ich echt einen Krampfanfall. So. Dann würde ich sagen, hauen wir die Leiche da runter, oder? Warte, geht's hier runter? Ja, moin. Hier geht's ja richtig runter. Okay, warte mal. Wir hauen sie aber dort runter, wo ich mir zu 100%... Hier hauen wir es runter. So, perfekt. Und Alter, verpiss dich! Wenn du eine Leiche zum Wegtun hast, dann nicht hier. Ich bin schon hier. Ich bin schon hier. So, dann machen wir hinten das Ding auf. Dann hauen wir sie runter hier, oder? So. Ey, wir sind echt assi, ne? Aber wir müssen das tun. Ich hoffe, das geht, ne? Warte mal, ich musste noch ein bisschen anschieben. Das Gefühl. Ja, warte mal, noch ein bisschen anschieben. Tschüssikowski! Das war's ja komplett, Alter! Oh, wie das ausgesehen hat! So richtig wie so echte Killer, Alter. Wir sind echte Killer jetzt. So, Karl-Heinz. Was machen wir jetzt? Gehen wir zu Meckers was essen, würde ich sagen, ne? Und dann, warte, das Fahrzeug muss man reparieren mal. Ich tue es mal reparieren und umlackieren. So ganz realistisch, genau hier auf diesem Fleck. So, wir lackieren den ganz schnell um, dass die Cops nichts merken. Ich würde sagen, wir machen draußen einen richtigen schwarzen Wagen hier. So, perfekt. Also, Leiche abgeliefert. Mission erfolgreich erledigt. $68.000 von der Bank bekommen. Ich glaube, besser kann es nicht laufen, ne? Ich glaube, ich werde jetzt Serienkiller mit Karl-Heinz. Karl-Heinz, der Serienkiller. Doch, passt doch, oder? Passt doch super zusammen, Karl-Heinz und Serienkiller. Du bist so süß, aber so böse, ich weiß. Ich sollte mir vielleicht das ein oder andere abgewöhnen. Und dann bin ich nur noch böse oder nur noch süß. Ich frage mich eigentlich, ob wir auch ein Tier mitnehmen können. Also, weißt du, das ist mal jetzt zum Beispiel hier so ein Fuchs oder so ein, warte mal, so ein Wolf, ne? Kann man, weil ich habe ja ein Lasso, ne? Theoretisch, ich würde mal gerne wissen, ob man mit so einem Lasso so einen Hund oder was auch einfangen könnte. Und dann kannst du mit dem Gassi gehen. Sollen wir die Angler da mitnehmen? Nee, komm. Wir nehmen mal, wir schauen mal ein bisschen rum. Vielleicht finden wir was Schönes. Komm, jetzt verpiss dich. Ach, blöder Wolf, du. Was auch immer du bist. Und das war ganz komisch gerade. Amy Hoffmann, Dankeschön für den Euro-Donation. Dankeschön für deinen fetten Support. Dafür gibt es auch einen Bunny Rain Kleid. Everybody knows me, treated like a trophy. Everybody's phony, she stays so lucky. They don't truly know me. So, wir können jetzt entscheiden, was sollen wir jetzt mit Karl-Heinz machen. Sollen wir auf die Suche gehen nach Leuten, die wir entführen? Oder sollen wir wieder eine Bank ausrauben oder irgendjemanden ausrauben? Ihr könnt jetzt reinschreiben hier in den Live-Chat. Würde mich übelst interessieren. Ich wäre irgendwie dafür, dass wir wieder ein paar Leute entführen. Mir macht das übelst Spaß irgendwie, die da hinten mitzunehmen. Ich finde das einfach übelst nice. Also können wir reinschreiben hier, was ihr sehen wollt. Aber ich glaube, die meisten sind auch so fürs Entführen, oder? Der Pizza Rain. Stimmt, der Pizza Rain, denn da muss noch hier gemacht werden von mir. Pizza Rain. Ich brauche noch einen Subscriber Rain, wenn ganz viele Subs reinkommen. Anstatt dem Ding hier. Würde auch geil sein. Ich liebe deine Musik. Ja, ist auch nicht meine Musik. Ist ja die Musik von dem anderen, aber ich spiele sie ein. Ich würde ihm empfehlen, Nefex. Guter Typ ist. Macht gute Mucke. Entführen, entführen, entführen. Alle sind für entführen anscheinend. Ja, super, dann machen wir das. Dann schauen wir mal, ob wir mehrere Leute finden können. Weißt du, was krass wäre? Wenn wir Leute entführen aus der Militärbasis und denen dann rausdrücken, ob es Aliens gibt. Alter, das wäre doch geil. So Leute aus der Militärbasis entführen. Aber das wird ganz schön schwer. Nee, ich werde da vorne mal so einen kleinen Halt machen und gucken. Oder wir nehmen, ey, wir können so einen LKW auch nehmen, theoretisch, und da Leute reinhauen. Ey, wie geil wäre das? So einen fetten Transporter und ganz viele Leute hinten rein. Ich würde das übelst feiern. So, ich gehe mal hier hin. Schau mal, ob es da irgendwelche Leute gibt, die irgendwie vielleicht Kohle mit dabei haben. So, Karl-Heinz, das Assi-Kind auf der Suche nach Leuten. Oh, hier sind genug Leute. Sollen wir diesen Gangster mitnehmen? Guck mal, der fühlt sich ganz schön fresh in seiner Motorrad-Gang. Ey, den Motorrad-Gangster sollen wir mitnehmen, das wäre doch geil. Schau mal, oder wir entführen die Schnitte da von der Motorrad-Gang. Sollen wir die Schnitte probieren zu entführen? Ich probier's mal. Ich nehme mal die Schnitte mit. Oh nee, er zückt die Waffe, Alter. Das ist meine Schnitte. Digga, ist meine Schnitte. Ey, Schnitte! Nicht!
Ich habe mir das einfacher vorgestellt. Ich dachte nicht, dass die so brutal sind. Habt ihr geglaubt, dass die so brutal ist, die Alte? Die hat mich gerade erschossen. Die Schlitte hat mich gerade erschossen. Ich wollte sie dabei nur mitnehmen, Alter. Was hatten die für ein Problem? Ah, ich kann es mal probieren. Ich habe jetzt eine Idee, Leute. Und zwar, wenn wir uns das, wir werden uns das spawnen, aber ich will jetzt nicht 10 Stunden lang nach so einem Ding suchen. Und zwar, wenn wir uns so einen fetten LKW holen, BZW mieten. Schauen wir mal, wo der drin ist. Ich glaube, oder hier ist er drin, ne? Und zwar ist es der... Wie heißt er denn? Settler ist das nicht, Caddy ist es auch nicht. Hä, warte mal, wie heißt denn der? Trailers ist er auch nicht drin, ne? Lass mich... Service kann drin sein. Trashmaster? Nee, der schaut. Hä, wo ist denn der drin? Sorry, Leute, ich suche gerade ein Auto. Unter Vans könnte er noch drin sein. Ja, da wird er drin sein. Da wird er irgendwo drin sein. Speedo ist es auch nicht. Hä? Boxreel. Ich glaube, der ist es. Nee, doch nicht. Sorry. Ihr wisst doch sicher, welchen ich meine, oder? Nee, das ist auch nicht. Burrito ist es nicht. Gang Burrito ist auch nicht. Camper ist es nicht. Ich suche gerade diesen Wagen, wo wir hinten Leute hin... Speedo ist es auch nicht. Rumpo? Nee. Nicht zu blöd, was zu finden, ne? Hab ich das Gefühl. Hä, die... Davon gibt es nämlich mehrere Fahrzeuge. Nicht nur einen. Frag mich nur, wo der drin ist. Ah, hier könnte er drin sein. Ne, ist er auch nicht. Hä? Wo zum Teufel? Welches Slot habt ihr denn reingeschmissen? Ah, hier. Hier wird er drin sein. Mule, genau, das war er. Den hier brauchen wir. Das habe ich die ganze Zeit schon gesucht hier. Dankeschön, Nickys View nochmal für 2,29. Bitte tune deine Karre. Ja, ich glaube, den können wir nicht so gut tunen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, das war's. Den kannst du nicht gut tunen. Aber Dankeschön, Nickys View, für deinen Support hier. Brüll da raus. Ja, schreib die Leute schon Mule rein. Ja, genau, der war das hier. Mit Pisswasser. Perfekt. So, ich will mal probieren hier. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Dass wir da ein paar Leute entführen. Ey, wie geil wäre das, wir gehen in diese Chicken-Fabrik rein und entführen ein paar Leutchen. Hab ich richtig Bock gerade drauf. So, mach mal auf hinten. Das wird lustig. Nämlich, wenn die da hinten drin rummeddeln. Das habe ich richtig Bock drauf. So, ich mach mal open. Das war nicht Trunk, das war Rare. So, hier hinten. So, einmal eine Ladung Chicken Rings, bitte. Das ist der Sound of a Spinning. Und eine Ladung von ihnen. So. So, dich nehme mal mit. Amy Hoffmann, danke schön nochmal für einen Euro. Hä, was? Police willst du holen? Nee, nicht mit mir, Digi. Nicht mit mir, Prinzessin. So, dich nehme auch mit. So, die beiden nehmen wir gleich mal mit. Sie machen uns dann Chicken Wings zu Hause. Da brauchen wir keine Hausfrau, die uns das macht. Das ist die Sound of a Spinning. Okay, ist Feminismus ahoi. Nee, komm dich immer mit. So, also, Prinzessin, dich laden wir da drin ab. So, komme ich da überhaupt drauf? Ja, natürlich. So. Dann nehmen wir mal ein paar Leute mit. Die entführen wir alle. Und dann werden wir ganz schön viel Kohle rausscheffeln mit denen. So, Alter, ich bin echt komplett verrückt mit Karl-Heinz, Alter. So muss das sein. Der verrückte Karl-Heinz entführt Leute. So. Ich schau noch, ob da noch irgendwo Leute drin sind. Was sind da hinten welche? Oh, tatsächlich, da sind noch Leute. Die nehmen wir auch mit. Oliver Moritz, danke schön für einen Euro. Hi, Xion, bin auch mal wieder am Start. Betet wie am Stissel. Dankeschön, Oliver Moritz. Jetzt machen wir aber nochmal hier Moneyway raus. So. Ich nehme mit, ne? Die gucken nur blöd. Guck mal, dem ist das komplett egal. Schau mal, er raucht einfach weiter. Dem ist das komplett egal, dass ich seinen Kollegen entführe. Ja, moin. Genau so muss es sein, Alter. Geht's denen noch gut da hinten drin? Ich glaube, die sind ohnmächtig geworden, ne? Ist da hinten zu wenig Luft? Sorry, wenn ja. Denen geht's nicht gut da hinten drin. Denen geht's echt nicht gut. So, dann nehmen wir noch ein paar Leute mit. Wir entführen einfach ganz viele. So, ihnen war das vorhin komplett egal, ne? Dann zeige ich ihnen mal einen echten Hasen. Und sie wollen sie auch mit. Ja, du willst mir eine Lesson teachen? Alter, ich nehme dich mit. So. Wie das aussieht. Ey, guck dich das mal an, wie das aussieht. So, kommst du mit hier. Das ist der Sound. Oh, tatsächlich. Die hat Geld verloren. Ja, ein paar Leute da drin sind, glaube ich, schon unwichtig geworden, glaube ich. Sorry, ich habe da ein paar Hundefürze abgelassen. Okay, und den habe ich gerade offen. Ey, komm her. Du glaubst doch wohl nicht, dass du dich mit mir anlegen kannst. Creepy 45 AP, die Leute sind da ein bisschen sauer, weil sie keinen Pep haben. Das kann echt sein. Das kann tatsächlich sein. Ja, Grüße gehen raus an dich. Lieber Creepy 44 LP. Ja, weil sie keinen Pep haben.
Und Hochreiter ballert raus hier. Mit 1,50 Euro. Warte, ich sammle mal hier auf, ja. Schau mal, stimmt, die hatten aber Pep. Jetzt haben sie aber keins mehr. Du machst die besten Videos auf YouTube. Frage, wie bist du eigentlich? Liebe Grüße aus Salzburg. Ich belle. Wuff. So in etwa. So, mach mal zu die Kiste. Dann fahren wir mal ein bisschen einkaufen mit denen, oder? So. Warum ist einer ist rausgefallen anscheinend? Super. War mich echt, wie der da hinten rausgefallen ist. Aber wir haben noch ein paar. Dankeschön an Hochreiter. Und ich kann Wuffen machen. Und Grüße gehen raus nach Salzburg natürlich. Beste Grüße. Alter, hört ihr das hinten drin? Wie sich das anhört? Das hört sich so geil an. Alter Falter, ist das nice. Ich habe eine Idee, Leute. Ich habe eine übelst krasse Idee. Und zwar fahren wir jetzt alles rauf für den Berg und dann schmeißt man die Leute da oben runter, oder? Ist doch eine nice Idee. So. Ja, aber wir sollten vielleicht ein Pickup nehmen, dass die länger überleben, weil ich glaube, die überleben da drin nicht so lang. Hört ihr das? Die sind, glaube ich, alle schon ohnmächtig da drin. Alter, das rampelt da hinten ganz schön drin herum, ne? So. Ich glaube aber nicht, dass wir mit dem Ding da raufkommen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. So. Es hätte jetzt blöd ausgehen können. Ist aber Gott sei Dank nicht. So. Oder wir verarbeiten sie weiter zu Fleisch. Das ist der Sound of a Spinne. Na gut, das wäre ein bisschen assi, oder? Weil, glaube ich, dann zu krass. Amy Hoffmann, kannst du mich grüßen? Natürlich, habe ich doch schon. Aber nochmal Grüße gehen raus an Amy Hoffmann. Dankeschön. Dann grüße ich halt 15 Mal heute. Dankeschön. Beste Grüße gehen raus. Ich habe sogar eine kleine, aber feine Idee. Oh, scheiße, ich habe was überfahren. Hä? Wo ist der rausgefallen? Ey, das Ding leckt irgendwo. Da fliegen die ganze Zeit Leute raus. Alter, sind da überhaupt noch Leute drin? Ey, bitte sag, da sind noch Leute drin, Alter. Sonst krieg ich einen Anfall. Was ist denn das bitte für ein Ding? Was? Es ist noch einer hinten drin? Und die anderen sind raus, oder was? Das ist doch übelst die Kacke. Na gut, dann... Der bewertet sich doch nicht so fürs Gute. Für was entführe ich die überhaupt? Wenn dann eh nur einer drin bleibt. Blöder Huppel, du. Na gut, dann lasse ich den da stehen. Ich hole mir ein anderes Auto. Ohne Witz, das ist ja echt die abnormalste Kacke ever. Weißt du, da habe ich extra hinten alles zugemacht und die fliegen trotzdem raus. Bin ich echt mad. Dann hole ich mir halt so einen Settler nochmal. Da habe ich mehr davon, glaube ich. Wenn man sowas holen. Das war unter... Da war er drin, ne? Bin ich nämlich besser. Weil da bleiben die wenigstens wirklich hinten drin auch. Und fliegen nicht einfach raus. Weil das war's jetzt wieder komplett, ey. Da sind mir 15.000 Leute gerade hinten rausgefallen. Alles umsonst. Jetzt kann ich mir wieder andere Leute suchen. Irgendwelche Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Pep dabei haben. Oh, mir fällt gerade was übelst Geiles ein, Leute. Warte mal, das muss ich machen. Das mache ich jetzt. Und zwar... seht ihr schon? Nee, den will ich nicht. Oh, ne, will ich auch nicht. Flat Trailer. Nee, den will ich auch nicht. Hä, welcher Trailer ist denn das, den ich suche? Scheiße, warte mal. Ich will... Das wär's doch komplett. Warte mal. Vehicle Spawning. In so einen Trailer gibt's doch, ne? Wo wir hinten Sachen drauf tun können. The Boat Trailer ist es nicht. Dock Trailer ist es auch nicht. Large Trailer. Prop Trailer. Hoppala. Nee, hä? Car Trailer. Nee, das ist es auch nicht. Wo ist denn dieser kleine Trailer? Flat Trailer ist es nicht. Der ist es nicht. Oh, warte mal, der könnte sein. Der Nummer, nee, das ist auch nicht. Aua. Ich finde den Trailer nicht. Wisst ihr, was ich machen will? Ich glaube, ihr wisst, was ich machen will, ne? Diesen kleinen Trailer. Muss ich durchsuchen, wo der ist. Alter, ich verstehe auch nicht, warum der irgendwo ist, ne? Ich glaube, das tut weh. Hä? Sorry, ne, aber... sorry, ne, aber ich check grad echt nicht. Ihr wisst doch sicher diesen kleinen Anhänger da, ne? Was mache ich überhaupt? Ne, dieser kleine Anhänger. Den suche ich eigentlich. Und der ist hier irgendwie nicht drin, kommt mir vor. Guck mal, der ist da nicht drin. Und bei Small Trailer kommt sowas. Der ist da nicht... Ah, da ist er! Na, geht doch! Jetzt nur noch... Ach so, oh. Oh, ich verstehe. Ich verstehe jetzt erst, dass dieser Trailer... komplett unterschiedlich spawnt. Guck mal, der spawnt einmal so und dann wieder so. Macht zwar irgendwie keinen Sinn, aber schon okay. Gut, dann nehme ich den mit hier. Muss ich halt mitnehmen. Wäre ich das irgendwie los hier hinten, die Sachen? Kann ich die rauswerfen? Ich glaube nicht, ne? Bleiben da hinten drin.
Ah, oh Mann, ich brauche einen ganz leeren. Doch nicht euer Ernst hier. Das ist der Sound of a Spende. Kann ich 10 Stunden lang suchen nach einem Trailer, wo nichts drin ist. Anscheinend, weil es gibt den, wo einfach nichts drin ist. Bin ich blöd? Gab's doch mal. Ach, ist schon okay. Ich nehme den, ich nehme das, was ich nehmen kann. Ich nehme das, was ich nehmen kann, okay? Dann passt das auch. So, nehme ich dich noch und dann können wir den hier hinten dranhauen. Ja, perfekt. Und jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los hier. Und Dankeschön, Laura Weller, für einen Euro-Donation. Vielen, vielen lieben Dank. Für deinen fettigen Support hier. So, ich muss da irgendwie raufkommen. Ach doch, die kannst du loswerden, die Sachen da hinten drin. Warte mal, da fahre ich aber wie eine gesenkte Sau jetzt. Au. Aber die kannst du loswerden. Wie wäre ich hier am besten los, die Sachen da hinten drin? Weil ich muss Platz für Menschen machen. Ah, das war sogar ein guter Anfang. Ist gar nicht mal so einfach. Hol dir einen LKW. Nee, ich glaube, LKWs bleiben die nicht so drin. Ich meine, ich habe vorhin in so einen kleinen LKW reingeschmast. Ach, schau mal, so funktioniert. Oh, nice. Gut, ich kann alles raushauen. So. Die einen oder anderen fragen sich jetzt, was mache ich denn? Ich mache Platz für Leute, für Menschen. So, geht doch. So. Geht doch. Schauen wir mal, wie viele Menschen wir da hinten reinkriegen. Jetzt haben wir doppelte Ladefläche. Oder wir fahren sogar... Ey, ich hab sogar eine Idee. Wir könnten auf den Bauernhof fahren. fahren wir auf den Bauernhof und dann werden wir das zu Menschenfleisch hier weiterverarbeiten, oder? Dann tun wir das ins faschierte Fleisch rein. Hört sich zwar komplett daneben an, aber wir sind der Serienkiller. Dankeschön, Samu Henny, für 2,29. Servus, ich bin neu hier. Wann kommt noch ein Stream? Eigentlich kommt fast jeder zweite Tag oder fast täglich ein Stream. Sonst kommen halt Videos täglich. Also es ist eher selten, dass bei mir nichts kommt. Also bei mir kommt eigentlich täglich Content. Egal, ob es jetzt ein Livestream ist oder ob es jetzt ein Video ist. Also es kommt beides. So. Mach eine Mission. Eine Mission mit Karl-Heinz. Wird, glaube ich, schwer. Funktioniert nämlich, glaube ich, nicht, dass du eine Mission mit Karl-Heinz machst. So. Nee, wir holen einfach ein paar Leute ab. Wir gehen jetzt auf den Bauernhof. Schmeißen uns hinten ein paar Bauern rein und dann fahren wir auf die Bauernmesse. Ist doch eine gute Idee, oder? Oder bitte einen Bus. Ja, im Bus können wir doch keine Leute reinhauen. Wir müssen ja Leute hinten rein verfrachten. Lecker faschierte, so ist es. Spielst du Fortnite? Ja, ab und zu schon, ja. Tatsächlich. Ab und zu spielt der Hund auch Fortnite. Kannst du mich grüßen? Für alle, die gegrüßt werden wollen, am Ende des Streams wird gegrüßt. Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe eine kleine, aber feine Idee gerade. Wir brauchen eh Kohle. Ich schau mal, ob da jemand drin ist. Ey, da stehen Autos davor, da müssen Leute drin sein. Komm, nimm mal ein paar Leute mit. Jetzt habe ich richtig Bock drauf, Leute zu entführen. So, schauen wir mal. Das sieht sicher so nice aus, wenn wir da jemanden mitnehmen. Ist da jemand drin? Ja, tatsächlich. I'll be watching you. Warte mal, nimm mal den mit. Ich habe gerade richtig Bock. Kommst du mit, komm? Hey, guck mal, wie das aussieht. Den nehmen wir jetzt mit raus. So, ich zeige dir jetzt einen richtigen Hasen, Prinzessin. Kommst du mit? Oh, scheiße. Ja, die Tür kannst du jetzt aber selber bezahlen, nicht ich. So. Was schauen sie so blöd? Sie sagt sogar sorry zu mir. Oh, nee. Hä, warum die Polizei? So, jetzt reicht's aber. Alter, ruft die Cops. Ja, report doch irgendwas. Ich nehme nur den Typen hier mit, du blöde Kuh. Nimm noch nicht mal dich mit. So, schau mal, ob der hinten Platz hat, Alter. Wie gesagt, hat er... Oh, scheiße. Ja, er hat Platz. Perfekt. Hey, nicht! Du nimmst ihn jetzt nicht. Oh nein, du bist so ein Idiot. Du bist so ein Idiot. Ey, der bleibt da drin. Nice. Schau mal, der bleibt da drin. Ah, nee, doch nicht. Hey, stehen bleiben! Ich wollte dich befreien. Oh, scheiße, muss ich los. Das war's wieder. Das war's heute wieder komplett mit mir. Guck mal, die Polizei ist schon wieder da. Ich fahr mal weg. Oh, geil. Die erkennt mich gerade nicht. Super, das ist ja richtig nice. So, ganz schön weg, Leute. Das ist der Sound of a Spende. Alter, das war nicht cool. Jetzt erkennt er mich aber, oder? Nee, doch nicht. Super, ich fahre einfach ganz super weiter. Maximilian SP, Dankeschön für 99 Cent Donation. Beste Grüße gehen raus hier. Jetzt gibt's mal wieder einen kleinen Money Rain. 99 Cent, gerne doch. Treated like a Scheinchen. Heute regnet's. Von Maximilian, seine 90 Cent rausgekrümelt und erstmal reintonatet. Vielen, vielen lieben Dank.
Leberkäse, super. Tobi brüht hier was in Superchat, aus dem normalen Chat raus. Das habe ich nicht mehr lesen können. Super, toll, Tobi. Weil der Chat so schnell ist. Saskia Miet nochmal. Ich stelle mir gerade vor, wie du als Hund dir die Nase putzt. Würde bestimmt voll süß aussehen. Kann man machen, ja. Das sieht dann etwa, wie kann man das beschreiben, so aus? Warte mal, ich zeig's dir mal. Okay, hat gerade irgendwie keinen Sinn ergeben, aber ich kann es nicht besser nachstellen. Das aber dankeschön. Oh, Dead End nochmal mit 10 Euro Donation. Ich hau doch mal raus. Weiß ich, ob ich zum Ende dabei bin. Bin immer noch auch auf Arbeit. Alter, was arbeitest du, dass du bis um 19 Uhr jetzt arbeitest? Ja, moin, aber Grüße gehen raus hier. Dankeschön. Alter, 10 Euro Donation. Da gibt es ja mal einen Dorschhype ausgeballert hier von mir. Vielen Dank. So, ich würde mal sagen, wir gehen mal zum Bauer Jenkins rein und gucken, ob wir so eine Kuh mitnehmen können. Das würde mich übelst gerade interessieren, ob wir die mitnehmen könnten. So, der alte Bauer Jenkins wird immer wieder übelst abgeben, wenn wir da reinfahren. Aber ist mir komplett egal, wir klauen ein bisschen Kuhfleisch. Na, aber würde mich ja gerade interessieren, weil können wir die Kuh? Schau mal. Nee, die können wir... Weißt du, die Kuh können wir nicht mit dem Lasso nehmen, das finde ich schade. Aber wir könnten sie mit dem Hubstapler nehmen. Mit dem Gabelstapler, kennt ihr? Also, ich will das nochmal probieren hier. Lass mich ganz schön probieren, ja? Wo ist denn der... Das ist der Fortlift, ne? Forklift. Forklift, nicht Fortlift. Schon so viel Fortnite geguckt. Und zwar, guck mal. Es ist ja so geil. Wir können nämlich die Kuh auch mitnehmen, aber auf eine altmodische Art und Weise. So, Kuh, kommst du mit? Wir klauen die Kuh vom alten Bauer Jenkins. Oh, kacke. Das war too much jetzt, ne, für die Kuh. Ah, der Kuh, komm her, du. Ich nehme auch mit. So, wir wollen ja nicht alles auf Menschen beschränken, ne? Doch asozial, wenn man die Kuh nicht mitnehmen würden. RIP Kuh, aber du kommst mit mir. Die Gabelstapler-Kuh, so. Die tun wir hinten rein, oder? Oh nee, das geht sich nicht aus. Ich muss mit dem Auto vorfahren. Ich frage mich, wann der alte Bauer Jenkins rauskommt und sich übelst bei uns beschwert. Keine Kuh, doch, die Kuh macht Mut, die nehmen wir mit. Wir brauchen die Kuh. Ohne die Kuh kann ich nicht weiterfahren. Gib mir Kraftstoff. Frische Milch, verstehst du? Wobei, stimmt. Das ist die Sound, ich Milch bin. Ist Gift, tot den Kühen. So. Dann fahren wir mal mit dem Auto drunter. BZW mit dem Dingsen, Bumsen. Maximilian SP, Dankeschön. Ich bin neu und donate immer gerne. Bester YouTuber auch, Dankeschön. Ja, Grüße gehen raus an dich, lieber Maximilian SP. Kenn ich auch schon noch vom letzten Stream, ne? So, jetzt müssen wir da mal gucken, dass sich das ausgeht. Aber jetzt sollte es sich theoretisch ausgehen, ne, mit der Kuh. Wir nehmen tatsächlich eine Kuh mit. RIP Kuh. Aber immerhin, wir haben eine Kuh. Das ist der Sound vom Spende. Vom Mettenbauer Jenkins geklaut. Das gibt ganz schön viel Kohle, wenn wir die mitnehmen. Und dann noch Menschenfleisch mit reinhauen, dann gibt es da auf jeden Fall lecker schmecker Frühstück. Muss ich die loswerden. Alter, blöde Kuh, geh runter. Perfekt. So. So macht man das, Leute. So muss man das machen. Ist doch cool. Eine Kuh mit. Der Jason S. brüht 9 Euro raus. Dankeschön, der Jason S. Grüße gehen raus an dich. So, ich hoffe nur, das funktioniert so. Alter, die Kuh ist echt schwer. Guck mal. Seht ihr, wie es das reindrückt, das Ding? Guck mal, wie schwer die Kuh ist. Das Ding drückt ja richtig nach unten. Wir hätten die doch vielleicht vorne mitnehmen sollen, weil die so schwer ist. Alter Falter. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass die Kuh so schwer ist, oder? Habt ihr euch das gerade vorgestellt? Also ich nicht. Sonst haben wir noch ein bisschen Menschen mit. Schauen wir mal, wo der alte Bauer Jenkins ist. Oh, boah, ich hab eine Kuh überfahren. Sorry. Und eine Kuh rennt schon raus. Die hat schon keinen Bock mehr auf mich. Bauer Jenkins, ich brauche sie ganz schnell. Der muss hier irgendwo sein in der Nähe. Kann doch nicht sein Ernst sein. Das ist der Sound auf die Spende. Die Kuh können wir für gutes, bares, wahres Geld verscherbeln. Ja, wir schauen einfach, wo Menschen sind, die wir mitnehmen können. Maximilian SP nochmal seine 99 Cent rausgekrümelt. Dankeschön. An Maximilian SP. Alter, wie sich das anhört hinten, ja. Ich will jetzt keinen Vergleich aufstellen, aber ich glaube, ihr wisst noch, was sich das anhört, oder? Nee, das hört sich nicht so lecker an. Schau mal, das ist Bauer Jenkins. Guck mal, hier ist er. Herr Bauer Jenkins! Ich habe Ihnen eine Kuh mitgebracht. Wie sieht's denn aus? Er rennt weg! Nur weil ich verrückt bin? So verrückt bin ich nicht, Bauer Jenkins. Komm her da. Hui! Yeehaw! Guck mal, das ist der dicke Bauer Jenkins. Den nehmen wir jetzt mit. Ja, ich habe Ihre Kuh mitgenommen. Jetzt nehmen wir sie auch mit. Sie werden zu Fleisch verarbeitet, Herr Bauer Jenkins. Sie werden zu Fleisch verarbeitet. So. So, den guten alten Herrn Bauer Jenkins, den tun wir auch gleich mit rein.
So, den tue ich aber hier oben rein, würde ich sagen, ne? Dass er nicht mit seiner Kuh hinten mitkuschelt. Ja, was ich mit deiner Kuh gemacht habe, ich nehme sie mit, die wird zur Fleischverarbeitung, so wie du. So, ist zwar ein bisschen brutal, aber wir müssen. So, nehmen wir noch. Hä, warum? Nee, die ist schon wieder dasselbe. Nein! Das ist der Sound of a Spende. Ich habe gerade irgendeine Tastenkombi gedrückt. Alter, bleib stehen, ey, jetzt kriegst du eins auf Schnauze. Du hast wieder mein Auto weggespawnt. Du blöder Bauer Chengens, Alter, jetzt kriegt ihr echt auf Schnauze, Alter. Jetzt hau ich dir eine hinten ruf, du. Jetzt mein Auto wieder despawnt wegen dir. Also, das regt mich auf, solche Mods, wo Autos despawnen, ne? So, jetzt habe ich dich aber. Glaubst doch nicht, dass du damit davon kommst, du kleiner Wuppel. Das glaubst du wohl doch selbst nicht, jetzt hast du mit Auto despawnt. Jetzt ist die Kuh weg, jetzt ist mein Ding hinten weg, jetzt ist alles weg wegen dir, Alter. Jetzt kriegst du alles auf Schnauze. Ich schwöre dir, du wirst jetzt gefoltert. Bauer Jenkins wird gefoltert von mir, kein Witz jetzt. Habe ich keinen Bock drauf. Schau mal, jetzt ist die Kuh da oben. Ich habe keinen Anhänger mehr wegen dem. Und er hat mein Brettchen kaputt gemacht. So, jetzt nehme ich mein Auto wieder. Kann ich wieder mein Auto raussuchen wegen dir. Das hast du ganz toll hinbekommen. So, Dankeschön an Golfion für 220. Bester Dankeschön. Und auch den Creepy 44 RP. Was für ein schöner Moment, Kühe können fliegen. Ja, bei mir schon. Also bei mir geht das. So, hau mal rein hier. Jetzt hoffe ich mal, warte, ich frage mich echt, woran das liegt. Ah, jetzt hat es komischerweise funktioniert. Ich habe nichts gedrückt vorhin. Ich schwöre bei Gott, ich habe nichts gedrückt. Alles immer mit. So, Bauer Jenkins. Das ist der Sound auf die Spende. Du bist jetzt ganz schön vermöbelt von mir, weißt du das? So, ja. Ist das lustig, Herr Bauer Jenkins? Das ist der Sound auf die Spende. Ob das lustig ist, Herr Bauer Jenkins? Komm, mach mal eine Offroad-Tour mitten am Bauer Jenkins. Oh, guck mal, wie der rumrollt. So, hui. So viel Spaß hier. Das ist die, oh, der schreit hinten. Jetzt ist er auf einmal leise, ne? So, Bauer Jenkins. Huhuhu. Ich glaube, wir müssen wieder. Ich glaube, den Herrn Bauer Jenkins müssen wir wieder vergraben, oder? Ich habe eine andere Idee, aber die Idee ist ein bisschen blöd. Aber ich probiere es mal. Es tut mir so leid, aber es hört sich einfach so lustig an, wie die Leute immer hin, mitschreien müssen. So, hui-haw. Aber dem geht's echt nicht mehr gut. Er hat seine besten Tage schon hinter sich. Was haben sie davon, Herr Bauer Jenkins? Der böse Bauer Jenkins und ich, wir haben uns nie vertragen. Das ist der Sound of a Spende. Das ist der Grund, warum ich ihn eigentlich so fertig mache. So, machen wir mal auf hier hinten. Und dann laden wir den mal ab, den Herrn Bauer Jenkins. Hoppala, falsch. So. Oh, ist schon eh draußen, super. Das ist der Sound of a Spende. Das müssen wir den hier aber irgendwie reinkriegen auch noch, ne? Boah, Leute, er prügelt so viel raus, ich guck gleich nach. Herr Bauer Jenkins, ich zeige Ihnen, wo es hingeht, in den Süden. Alter, komm, Herr Bauer Jenkins, das geht doch nicht. Ah, pisst mich das jetzt an, dass ich den nicht mitschleppen kann. So, noch ein bisschen rein hier. Genau, und dann macht die Natur ihren eigenen Weg mit dem Herrn Bauer Jenkins, ja? So in etwa. So, Dankeschön an Erik Friedrich Zickler für 1 Euro Donation. Maximilian SP mit 99 Cent wieder dabei. Der John Leon Döring ballert eine Eurone aus dem Fenster. Vielen Dank an dich. Und dann hier noch, Alter, der King Killer. HP King ballert 10 Eurone aus dem Superchat. Da gibt's aber jetzt gleich einen fetten Applaus. Hallo Xion, hast du eine Ahnung, warum mit mir Rageplug nur gesagt, dass ich zu wenig Systemressourcen habe? Wenn ich die neueste Version davon installiere und starten will, wollte gerade LSPDFA installieren. Da fragst du mich jetzt ernsthaft was. Da habe ich leider keine Ahnung von. Weil den Fehler hatte ich noch nie. Aber wir haben auf unserem Discord, kannst du mal reingucken, so ein Hilfeforum. Bzw. so ein Hilfe-Chat. Da kannst du mal die ganzen Sachen reinschreiben und auf, am besten auch, welches System du hast und so weiter und so fort. Schreib es am besten dort rein. Aber vielen Dank für deine 10-Euro-Donation. Grüße gehen raus an dich. Und Xion, weiß doch, Patte fließt. Xion donated mir. Super. Ich donate mir einfach selber. Beste Mann. Vielen Dank für deine Donation. So, jetzt gibt es ja aber mal einen Dorschheim nochmal hier. Für die 10 Euro. Mit Tanzeinlage. Das ist die Sound, ob ich bin. Team Pros, Dankeschön. Ebenfalls auch an dich. Kannst du mich bitte grüßen? Ja, Team Pros. Beste Grüße gehen raus vom Hündchen an dich. Wünsche dir einen schönen Sonntag. So. Schauen wir jetzt aber mal hier. Machen wir hier ein schönes Wetter rein.
Machen wir ein bisschen Cloudy rein hier. Sieht doch schick aus, oder? Und Ghost X, hey, kannst du mich grüßen? Wäre echt nett von dir, Kapau. Ja, Ghost X, beste Grüße gehen raus. Ebenfalls auch an dich einen schönen Sonntag. Und Liebe geht raus an dich. Dankeschön für die Donation. Und wer sonst gegrüßt werden möchte am Ende des Streams. Oh, warte mal, da sieht man schon ein bisschen spanisch aus. Wollt ihr mitnehmen? Wobei, scheiße, der hat einen Hund, das mache ich nicht. Ja, ja, ich verschwind schon. Ich nehme dich nicht mit, weil du einen Hund hast. Der Hund hat ja gerade ein Leben gerettet. Weil Hunde-Power und so. Also wer am Ende des Streams gegrüßt werden möchte, das mache ich immer, dass ich am Ende des Streams durchgrüße und da müsst ihr nichts donaten oder sonst was, weil ich das... Der hat mir gerade einen Mittelfinger. Der hat mir gerade einen Mittelfinger gezeigt. Was ihr dafür tun solltet, am besten wirklich gerne abonnieren, um die 300.000 noch heute zu knacken. Ihr Spaß, das schaffen wir heute nicht. Nee, aber würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das machen könntet und gerne ein Like da lassen auf den Livestream. Und dann, wie gesagt, am Ende des Streams grüße ich dann immer durch. Und der hat mir den Mittelfinger gezeigt. So, den mache ich jetzt fertig, Leute. Zeige ich euch mal, wie man so einen Motorradfahrer fertig macht. Und zwar, ihr fahrt hinten hin, ne? Siehst du jetzt, es steigt da aus, siehst du? Und jetzt zeige ich ihm, wie ein richtiger Lasso-Wurf funktioniert, so. Dann nehmen wir dich mit. Geh weg vom Auto, sonst despawnt das. Ey, du musst ein bisschen weiter weg vom Auto. Prinzessin, meine Güte. Brauch wieder eine Stunde, genau. So. Und jetzt sind wir mit. Und da oben der Typ geht richtig ab, ne? Der will mich boxen, habe ich das Gefühl. So, ja, hör auf, da hinten zu hupen! Du kommst gleich als nächstes mit, wenn du mir den Mittelfinger zeigst. Und den netten Herrn, wisst ihr, was wir mit dem jetzt machen? Der kommt jetzt. Schau mal schon wieder! Ich habe nichts gedrückt! Das ist so asozial, das geht mir richtig am Piss. Das geht mir richtig am Piss, nee, jetzt reicht's mir wirklich. Du kommst jetzt wieder mit mir. Ich habe wirklich nichts gedrückt, ich habe nur Leertaste gedrückt. Ich glaube, ich sollte warten, bis diese Anzeige oben links weg ist. Das könnte wirklich daran liegen, aber jetzt mache ich Folgendes mit dir. Schau mal. What the fuck? What? What the fuck war das jetzt bitte? Gut, wir nehmen den jetzt mit und legen ihn direkt auf die Gleise. Warte, kann ich den so mitnehmen, wenn ich Motorradl fahre? Eigentlich voll nice, ne? Das ist der Sound of ich. Warte, ich probier's mal. Kann ich nicht, schade. Kann ich gerade nicht. Maximilian SP. Spendengeld ist aus. Spendengeld ist aus. Bist der Beste, feier dich. Da würde ich jetzt Peter Zwegert empfehlen. Das ist ein guter Schuldenberater, ne? Und da will ich dir auch empfehlen, nicht zu viel zu rein zu donaten. Ich möchte nicht, dass jemand arm wird wegen mir. Aber vielen Dank, Maximilian SP Drossel, für deinen fetten Support. Beste Grüße gehen raus, da gibt's jetzt Money Rain. Beste Frage ever. Habe ich was verpasst? Ja, du hast eine Stunde und sieben Minuten des Streams verpasst, so in etwa. Komm, zeig deine Hundepfoten, mache ich gleich. Aber erst tun wir den netten Herrn da auf die Bahngleise drauf. Okay, dafür gibt's ein Like halt. No way, I'm unstoppable. Wir sind unaufhaltsam. Rauf auf die Bahngleise oder. Oh, scheiße, 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 scheiße. Scheiße, nein, 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 der Zug kommt, der Zug kommt, der Zug kommt. So. Oh, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh mein Gott, das haben wir doch hinbekommen. Tschüss. Dann kommen wir da mit drauf. Geil. Ganz schnell weg hier. Ich nehme meinen Zugführer mit. Wir entführen jetzt den Zugführer, komm her. Du Wuppel. Ey, das wäre so geil, wenn wir den führen könnten. Ich kann es mal probieren. Loco. Warum steht da Loco drauf? So, ich will da rein. So, schau mal, geht das? Ey, wie geil wäre das, wenn wir den wirklich mitnehmen können? Ich glaube, das geht nicht. Gehen wir mal nach vorne. Hallo. Sie haben ein Kind mitgenommen. Ihm ist das komplett egal. Hallo? Ist dir selbst die Waffe egal? Kann ich sie jetzt mitnehmen? Okay, jetzt ist es komplett aus, glaube ich. Jetzt haben wir es komplett versemmelt. Ich habe eine kleine, aber feine Idee. Und zwar, wenn wir da jetzt noch eine Haftbombe dranhauen. Glaubt ihr, der ein Gleis der Zug? Ich glaube nicht. Ich bin heute komplett crazy drauf. Allein ist das crazy Kid, Alter. Heute crazy als jemals. Wir entführen Leute, wir hauen sie vor die Gleise, wir sprengen jetzt gleich einen Zug in die Luft, Hans Spuck in die Gruft, ne, ohne Scheiß, heute ist echt der asozialste Tag für Karl-Heinz. Mal schauen, dass der, oh ne, warte, ja, der geht schon da ab, so. 3, 2, 1, go! Das ist die Sound der Spende. Toll, mal wieder nichts passiert, genau so habe ich es mir vorgestellt. Soll ich mir mal so eine Mod installieren, dass das Ding auch mal entgleisen kann, es pisst mich richtig an, dass das nicht geht. Dubscraft, danke für den Euro! Grüße gehen raus an Dubscraft. So, hat wohl nicht so toll funktioniert. Jedenfalls haben wir einen Stern kassiert dafür. Danke dafür, Herr Blali.
Ich brauche ein Auto. Ich brauche echt ein Auto. Bin ich am Arsch der Welt und hab nix. Mitten in der Wüste. Kennt ihr das? Ja, das war's echt komplett mit mir. Ich hätte nicht so lange mitfahren sollen mit dem Ding. Und die Cops kommen. Ich bin gar nicht da. Ich bin gerade bei Oma Ulrike zu Hause. Bin ich hier. Zeigt er die Kopfhörer. Zeigt er die Kopfhörer. Muss ich mal meine Kopfhörer zeigen? Sieht man doch. Ach genau, eine Pfoten wollte ja jemand sehen. Hier. Eine Pfoten. Bitteschön. Krieg ich jetzt einen Euro? Spaß. Für Spaß. Oh, tatsächlich, krieg ich einen Euro. Dankeschön, Kaium. Deine Streams und Videos sind immer richtig funny. Mach weiter so, du Ehrenbruder. Auch dankeschön. Ja, Grüße gehen raus an Kaium und Hagim, die zwei Brüder, die zwei Brothers, die Ehrenbrüder. Vielen Dank. Beste Grüße gehen raus hier. Kann ich da rein? Natürlich nicht. Kannst du deine Hände zeigen? Ich habe keine Hände, ich habe Pfoten und ich habe gerade gezeigt hier. Ohne Maus. Kann ich dich mitnehmen? Ich hätte gerne eine Maus als Haustier. Ich finde das so krass, dass es sogar jeder 5 Mäuse gibt. Das sieht man halt nicht in jedem Spiel so. Ich freue mich schon auf Red Dead Redemption 2, da gibt es richtig geile Tiere. Und vor allem, die kannst du dann noch schlachten. Gut, ich halte jetzt nicht viel von Tiere schlachten. Natürlich, wenn du Fleisch isst, musst du dann natürlich daran denken, dass Tiere auch geschlachtet werden. So ist es nicht. Das ist der Sound of Aber Spinde. Ich selber, ich könnte niemals ein Tier schlachten, Alter. Ich könnte das nicht. Aber in Red Dead Redemption kannst du halt Tiere schlachten und die dann halt verkaufen und so weiter. Aber wie gesagt, ich bin froh, dass ich die Arbeit nicht mache. Und ich kann es auch komplett verstehen, wenn man Vegetarier wird. Ohne Witz. Weil eigentlich, Fleisch essen ist eigentlich nicht so toll, wenn man so daran denkt. Das ist der Sound of a Spinde. Eigentlich bin ich dann irgendwie traurig, aber irgendwie ohne Fleisch kann ich nicht. Es ist so voll schlimm irgendwie. Aber gut, genug damit. Maximilian, dankeschön für 90 Cent. Hallo, magst du mitkommen? Der sieht doch gleich aus wie unser Vorjahr-Typ ist hier. Ne? Ich zeige dir jetzt einen richtigen Hasen. Dankeschön, Maximilian SP nochmal für 99 Cent. Und der Xion ballert nochmal 5 Euro raus. Jedes Mal, wenn ich scheiße drauf bin, schaue ich deine Videos und mir geht es besser, weil der Hund so knuffig ist. Auch dankeschön. Das freut mich, Xion. Komisch, dass du gleich heißt wie ich, ne? Aber beste Grüße geht raus an dich. Dankeschön. Danke, danke, danke. Für 5 Euro Donation, da gibt es jetzt einen kleinen Money Rain hier von mir. Everybody owns me, treated like a trophy. Everybody's phony, she stay so low key. They don't truly know me. Ich brauche wieder ein Auto, Alter. Ich muss mal schauen, was könnten wir machen? Ein Auto mit Ladefläche könnten wir dann reintun. Ich schau mal, was wir für Möglichkeiten hätten. Ich will mal schauen, ob wir irgendwie. Weil ein Traktor? So ein Traktor mit so einem Anhänger wäre doch nice, oder? Warte, ich probier's mal. So, ich habe jetzt. Hoppala, das ist der falsche Traktor. Hoppala. Den Traktor wollte ich nicht. Kann ich eigentlich jemanden anhängen an so einem Ding? Ich glaube, das ist die falsche Mod dafür, ne? So. So. Das sieht doch schön aus, oder? Oh nee, Alter, das war's aber echt. Ich hab sogar gerade eine Idee, Leute. Oh nee, der ist tot. Scheiße. Oh, okay, jetzt ist er. Scheiße, jetzt ist er wirklich tot. Nein! Okay, ich hau ab da, ich hau ab. Ich war's nicht. Er hatte einen schweren Traktorunfall. Das ist das er hat, er wollte einen Zaubertrick machen. Schau mal, wenn da die Polizei kommt, sieht ja übelst lustig aus. Nämlich schau mal, er ist gefesselt und da ist ein Traktor, so ein Alter. Er hat nur einen Zaubertrick probiert und hat gefailt, okay? Mehr dazu sage ich nicht. Zu der Spurensicherung. Sieht echt so aus. Möchte jemand mitkommen mit mir? Ich glaube, du siehst mir danach aus, ne? Du bist so ein kleiner Wuppel. Amerika Puto, ja komm mit da. Ich zeig dir meine richtige Pizza. Puta Madre, natürlich. Ich weiß, es ist Spanisch, aber ist mir egal. Du kommst jetzt trotzdem mit. Mama mia, Pizzeria. Machst jetzt Pizza, auch wenn du kein Italiener bist. So, jetzt will ich mal schauen, Alter. Ihr prügelt echt zu viel raus hier. Maximilian SP nochmal. Ich dachte, du hast kein Geld. Grüße geht aber raus an dich. Dann Jason S. brüht 1,43 raus. Dankeschön an Jason S. Und Daniele Krebs ist auch wieder hier. Ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen hier. Ich habe von Fortnite das exklusive Graffiti. Willst du es? Hatte extra eins für dich besorgt. Und kennst du mich noch? Eins größter, eins kleiner. Ach so, größer als kleiner als meinst du, Daniele Krebs. Also du hast wirklich dieses Fortnite Graffiti für mich mitgenommen. Alter, was ein Ehrenbruder. Jetzt hält er mir noch 5 Euro. Also, das würde ich nicht ablehnen. Auf jeden Fall nicht. Das ist der Sound of a Spende. Ja, moin. Er nimmt mir einfach so einen Code mit. Ja, ich würde mich übelst drüber freuen, Digi. Dankeschön.
Daniele Krebs, Ehrenbruder, Grüße geht raus an dich, Alter, dass er nämlich sagt, er hat's für mich mitgenommen. Weil ich war nicht auf der Gamescom, ist mir zu weit weg leider. Ich würde zwar gerne auf die Gamescom gehen, wenn dann halt undercover, also keiner wüsste, dass ich das halt bin, ne? Natürlich, ich bin ja auch ein Hund. Aber wenn ihr mal einen Shiba Inu auf der Gamescom seht, fragt ihn gerne nach dem Autogramm. Ich gebe euch eins. Nee, es ist mir einfach leider zu weit weg. Schau mal, perfekt. Weil ich wohne ja in Österreich, ganz, ganz weit rechts unten. Und ich glaube, ich bräuchte ein Flugzeug, dass ich wirklich zur Gamescom komme. Weil alles hochfahren bis zur Gamescom rauf, da fahre ich, glaube ich, lass mich überlegen, 10 Stunden mit dem Auto, wäre mir, glaube ich, etwas zu heftig. Deshalb war ich nicht auf der Gamescom. BZW bin ich nicht. Das ist der Sound auf die Spur. Das kann mal sein, dass ich die Jahre mal auf die Gamescom gehe. Kann sogar sein. Aber Dankeschön auf jeden Fall, lieber Daniele Krebs, ne? Er ballert mir einfach, kompletter Ehrenmann, ballert er mir hier so einen Fortnite-Code dann raus. Alter Leute, ihr ballert echt zu viel raus heute. Hagi, im grünen Euro raus. Ich schaue dich schon lange und deine Streams und Videos machen mich einfach genauso Bock wie beim ersten Mal. Hashtag aktiv und ganz viele Herzchen. Hagi, da gibt's auf jeden Fall ganz viele Herzchen vom Hund zurück. Ich sollte mal so ein Herzchen-Hype reinhauen mit ganz vielen Herzchen. Dankeschön. Und Jan, grün raus. Bald wieder Schule. Ich würde dich gern knuddeln. Wünsche mir schon immer einen Hund. Erhalte einen... Warte mal, Hashtag erhalte... er hat einen schweren Traktorunfall. Oh, ich habe erhalte gelesen. Na, er hatte einen schweren Traktorunfall. Jawohl, das war's aber echt komplett mit ihm. Dankeschön, lieber Jan und Xion, Bruder, mein Euro aus. Okay, mein richtiger Name ist Marcel. Marcel Xion, Grüße gehen raus an dich. Marcel Davis, Marcel Davis, rufen Sie ihn an für 1 und 1. Nee, Marcel, dankeschön. Jetzt aber einen kleinen Money Rain hier. Everybody on me, treat it like a trophy. Everybody's phony, she stays so lucky. Und ich versuch's jetzt. Leute, wisst ihr, was wir jetzt machen? Ihr seht, wo ich bin, ne? Militärbasis. Was hält ihr davon, wenn ich als Karl-Heinz in die Militärbasis fahre, BZW da vorne hinfahre und diesen Typen da mitnehme? Oder nee, warte mal, wir gehen von hinten. Hinten ist sogar besser, oder? Oder sind wir vor? Ah, ich mach's vorne, da ist nämlich immer nur ein Typ. Da fahr mal hin, Militärbasis. Und dann probieren wir einen mitzunehmen, okay? Und den befragen wir dann nach Aliens oder sowas. Ob die auch existieren. Ich fahr mal rauf hier, Alter. Ich habe richtig Bock drauf, den mitzunehmen. Ich muss jetzt probieren, ob ich den mit dem Lasso krieg. Muss ich echt probieren. Also wenn, dann wird's echt lustig. Dann wird's echt lustig, Leute. Oh, scheiße. Hab ich gerade überfahren hier. Ich überfahre die ganze Zeit Tiere. Das ist nicht gut. Also dafür können wir wieder ein Like da lassen für diese Aktion. Da kommt auch nur der Hund drauf, ja. Da kommt nur der Hund drauf. Okay, da vorne ist er schon. Daher, ich lass dich nicht rein.de. Schauen wir mal, ob er mich noch immer nicht reinlässt. Wenn ich ihn mitnehme. Alter, ich überfahre die ganze Zeit Tiere. Das gibt's doch nicht. Wie viele Tiere sind denn hier? Ich habe da vorne steht da. So, Leute, jetzt probieren wir's mal. Ob wir die mitnehmen. Das ist der Sound auf die Spende. Daniele Kries, grüß nochmal Zoll raus. Wie soll ich dir den Gutscheincode geben? Hashtag kein Geld. Oh, du musst nicht so viel donaten. Also, wenn du mir denn wirklich gehen möchtest. Also, ich würde mich drüber freuen. Dann am besten über Discord. Weil ich bin später ein bisschen online. Aber ich werde dann später am Server arbeiten. Also, würde mich auf jeden Fall freuen. Die Krebs. Also, auch einfach auf den Discord rübergehen. Oh, ich hab ihn! Ich hab ihn! Oh, guck mal, wie der abgeht! Oh, du Scheiße! Oh mein Gott! Oh mein Gott, der geht richtig ab! Oh, nee, nicht! Hallo! Hallo, ich hab dich gerade mitgenommen! Du kannst nicht aufstehen, das ist Cheaten, was du machst. Du cheatest. Ey, der cheatet. Du bist Assi. Alter, der cheatet. Guck dir das an. Au. Oh mein Gott, bist du ein Arsch. Ich hau ab. Ich hab 4 Sterne bekommen wegen dem. Der hat gecheatet. Ich konnte den nicht mitnehmen. Was, Nasi? Toll, jetzt habe ich 4 Sterne für nix bekommen. Geil, Alter. Aber es hätte funktionieren können. Hätte der Typ nicht gecheatet. Verpisst euch. Ich hab ne Idee, ne? Aufpassen, Granate. Aua. Ach du Scheiße. Den Gas. Da fahr ich halt rein, hier ist mir egal. In diesen Penner, Alter. Das ist der Sound auf die Spende. Ich guck gleich die Donations an, ich muss hier doch ganz schön irgendwie einen Panzer finden. Alter, ich bin in der Militärbasis, ich glaub's nicht. Ich hab's einfach mal in die Militärbasis reingeschafft. Ohne dass ich es eigentlich wollte. Ja moin, das war's komplett mit mir. Weil sonst brauche ich immer eine Stunde, bis ich da drin bin.
Dabei ist es so einfach. Shit, ich brauche einen Helikopter damit, ist mir egal. Verpiss mich, tschüss! Tschüssikowski! Was? Okay, Sniper hat mich bekommen. Das war's wieder komplett mit mir. Das war's jetzt echt. Ah, scheiße. Frag mal einen Chinesen, was Pep auf Chinesisch heißt. Warum soll ich das fragen? Das ist der Sound of Ist das dann was Blödes auf Chinesisch? Wenn ja, ich muss das mal googeln. So, Grüße geht raus. Dankeschön, Creepy44LP. Und wer ballert nochmal raus hier? Der Ei oder L. Ist das jetzt ein Ei? Ich glaube, ein Ei soll es sein. iRapix. Alter, der Name macht mich fertig. Hikesio, na, ich siehst aber, ist mein Name auch gar nicht mal so gut zum Aussprechen. Viele können meinen Namen nicht richtig aussprechen. Und viele fragen, wie heißt du? Also, wie wird dein Name ausgesprochen? Ich sage euch jetzt, er wird Xion ausgesprochen. Viele sagen Kyson oder Kaisen oder Zeilen oder was weiß ich, aber er wird eigentlich Xion oder Xayen ausgesprochen. Man kann Xion oder Xayen sagen, wie man möchte. Oh, ich geh mal rein hier ein Tattoo machen. Hallo, haben Sie offen? Entschuldigung. Ich wollte dich verärgern. Warten Sie ganz kurz. Haben Sie Peps? Haben Sie Peps? Ich zeichne Ihnen jetzt mal was, okay? So, nehmen wir sie auch mal mit. Wisst ihr, was lustig wäre? Mir fällt gerade was Lustiges ein. Was wäre, wenn da so ein Pickup-Fahrer vorbeifährt, wir uns draufsetzen und den Ding in den Pickup reinhauen? Das wäre richtig lustig. Alter, das wäre richtig geil. Ich probiere mal, ob da jemand fährt mit dem Pickup. Und der fährt dann 10.000 Kilometer weit weg mit dem Typen. Ey, da hinten ist ein Pickup. Schade, er fährt weg. Ich muss schauen, dass da irgendwo ein Pickup kommt. Das muss ich probieren, Leute. Da führt kein Ding dran vorbei. Ich muss das machen. Ja, du fährst jetzt mal eine Stunde mit dem Pickup mit. Da kannst du dich drauf freuen. Das wird episch. So was habe ich noch nie gemacht in GTA. Geht ja auch sonst nicht ohne Mod, ne? Aber das wäre richtig lustig. Den Typ mit dem Pickup mitnehmen. Aber irgendein Typ fährt Pickup und merkt es einfach nicht, dass hinten jemand drin ist. Okay, auf der Suche nach einem Pickup-Fahrer. Daniele Krebs nochmal hier mit 2 Euro Donation. Bei Discord heiße ich Kirito Live. Alles klar. Ich werde es mir merken. Ich habe eine Nachricht von mir. Und Liebe geht raus an dich. Das ist ja sowas Ehrenmannhaftes einfach macht. Hinter mir einfach so ein Key mit, Alter. Ich glaub's nicht. Wo sich die Leute sicher drum gerungen haben, dass sie so einen Key kriegen. Nee, er gibt's mir einfach mit. Finde ich voll cute. Hi, ich bin Abonnent. Dankeschön fürs Abonnieren. Also, wer es noch nicht gemacht hat, ich kann... Oh, das ist ein Pickup-Fahrer! Ah, scheiße! Bleib stehen! Hallo, stehen bleiben. Stehen bleiben, Pickup. Pickup, bleib stehen. Picky, picky, Pickup. Nicht! Aua! Ah, so eine Scheiße! Ich war noch nicht fertig. Sache sich das tot, Alter. Ja, ihm geht's gut. So, da haben wir den zweiten Pickup-Fahrer. Jawohl! Es hat funktioniert so! Und tschüss! Jetzt bin ich am überlegen, Alter, fährt der? Alter, fährt der Typ ist? Direkt da hinten gerade den Pickup ab, hört ihr das? Direkt da hinten ab. Hallo, fahren! Jetzt fährt er. Perfekt, tschüss! Tschüssi! Tschüssikowski! Oh ne, er ist hinten rausgefallen! Scheiße! Das ist jetzt uncool. Ich dachte, der fährt den ganzen Weg mit. Jetzt bin ich traurig. Oh, er wird nochmal überfahren. Jawohl. Das war's ja mit ihm. Das war's ja jetzt komplett mit ihm. So, iRapix nochmal mit 2 Euro Donation. Aber immerhin sprichst du es richtig aus. Da siehst du, immerhin kann ich das. Aber Dankeschön, iRapix. So will ich das auch nicht. Und Xion prüft wieder selbst an sich raus, die 1 Euro Donation. Wie hast du es mit dem Hund hinbekommen? In der Facecam interessiert mich mal. Das ist Facetrick. Das kann man sich auf Steam holen. Und da gibt es auch so einen Hund, den kannst du einstellen und dem kannst du halt so Equipments raufhauen, wie man möchte. Und zum Beispiel der Sessel hinten hat nichts mit Facetrick zu tun. Da ist im Hintergrund einfach eingefügt in OBS. Und ja, so streame ich halt, ne? Also das ist keine Werbung für das Programm. Ich habe da so eine Lizenz gezahlt. Ich habe das nicht geschenkt bekommen oder so. Ich habe da nämlich eine Lizenz bezahlt, dass ich mit dem streamen darf. Weil theoretisch wäre das ja copyright-mäßig nicht so toll, ne? Und da bezahlst du dann eine Lizenz einmalig. Kostet halt ein bisschen mehr als das Programm selber und dann darfst du damit auch streamen bis zu einem bestimmten Betrag. Also über einen bestimmten Betrag. So. Warum nicht? Ja, warum nicht? Der Name macht mich fertig. Aber Grüße gehen raus an dich. Warum nicht? Ja, warum auch nicht, ne? So. Hallo. Leute, ich werde noch ein bisschen was machen. Aber bevor es jetzt gleich weitergeht,
Ich werde jetzt noch schnell Pinkelpause machen. Ich muss tatsächlich jetzt mal pissen gehen. Ich sehe mich seit 1 Stunde 24 und ich habe sogar angefangen, obwohl ich die ganze Zeit musste. Also ich gehe kurz Gassi. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in 1-2 Minuten wieder. Dann geht's hier weiter und dann werden wir eine geile Aktion machen. Und zwar werden wir mit Karl-Heinz jemanden mitnehmen. Und zwar, ihr werdet es nicht glauben, aber wir werden den da mit draufnehmen und dann schauen, ob wir den da runterwerfen können. Also Leute, wir sehen uns bis gleich. Ich bin schon AFK und wir sehen uns. Kurze Pause. She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She says she wants my necklace, put her on the guest list. Hope I don't regret this, hope I don't regret this. I'm feeling hella reckless, cashing all my checks rich. Hickeys on my neck shit, she's on the offensive. I do not know my set list, still I'm gonna get lit. Yeah, I have a death wish. Live until I'm breathless. I'ma stay progressive. She gon' stay obsessive. Life is so expensive. Do everything excessive. I think my brain's defective. Yeah. Can't think when she's aggressive. Yeah. She snuck into my section. Yeah. You think I'd learn my lesson. Yeah. And we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. This is the sound of a spinning. You want it, girl, then show me. Yeah. And we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me. Cause we ain't getting no sleep. Yeah. No, we ain't getting no sleep. Yeah. She's sitting up in the front of the class, using that ass, she gonna pass. Keeping her pad and her pen in her lap. She been so bad with the men in her past. Now she just want the professor so bad. I'll give her lessons that she never had. Like taking a freshman and teaching her math. I'll keep her guessing until she a grad. She always leaves them guessing. They don't know what's next, man. Learned it from the best, man. She loving every lesson. With hands-on sessions, points for attendance. She asks a lot of questions, I answer with my presence. I sit back while I'm testing. Everybody knows me. Everybody knows me. Und ich bin wieder back. Das ging aber ganz schön schnell. Oder? War ich schnell? Ich hoffe mal schon. So, ich bin wieder zurück. Herzlich willkommen. Muss aufs Klo.de. Ja, es war ganz schön dringend. Aber nein, ich war nicht kacken. Ich habe gelesen, hat jemand geschrieben, ich bin kacken. Stimmt nicht. Als würde ich in einer Minute kacken. Ich brauche 30 Minuten auf der Toilette, ja? Und das für einen Hund. Weißt du, dass das viel ist? 30 Minuten für einen Hund kacken? Nö, das ist was anderes. So, da würde ich sagen, wir holen uns gerade schon ein Auto. Die Frage ist nur, wie nehmen wir die Geisel dann mit, ne? Wir brauchen mal wieder so einen Wagen, wo wir Leute hinten reinschmeißen können. Ich habe eine Idee. Und zwar... Ja, gut, ich finde, am besten ist wirklich... Das ist der Sound of a Spende. Der Wapitz hat auch... Stimmt, es kamen ja ganz viele Donations, glaube ich, sicher rein, ne? Lass mal schauen. Was mir fällt mit dem Namen? iRapix, so bei hier, 2 Euro. Kann man dich bei Steam adden oder du mich? Man kann mich in Steam tatsächlich adden. Problem ist, ich bin in Steam nicht so oft online. Oh, die kriegen es jetzt aber zurück, ja. Die blöden Typen da, die hier sind, so. Aber man kann mich auf Steam tatsächlich adden. Du kannst mir eine Anfrage senden, wenn du möchtest. Nur Problem ist, ich bin nicht so oft auf Steam online, weil ich jetzt nicht sehr viele Spiele über Steam am Laufen habe. So, nehmen wir den mit. Ich nehme einfach ein paar Leutchen mit, ne? So ganz normal. Schau mal, die regen sich mal auf und dann schauen sie wieder weg. Weil jetzt passt mal auf, ne? Nimm mit. Und jetzt gleich, schau mal, die gehen einfach. Das ist egal, dass ich den mitnehme. Komplett egal, so. Und jetzt mache ich das so, dass ich warte, wisst ihr, und dann erst. So, dann geht das doch. Und danke, Daniele Krebs hat vorhin donatiert. 5 Euro ist doch echt Ehrensache. Ich war als Aussteller auf der Gamescom durch Beziehungen und konnte deswegen, war es viel einfacher, sowas zu besorgen. Hashtag Schanze. Och, dankeschön. Ey, das ist so Ehre, Mann, von dir. Daniele Krebs, echt. Küsschen geht raus an dich. Und warum nicht? Hat vorhin auch nochmal 1 Euro donatiert. Einfach nur, warum nicht? Ja, deshalb. Einfach deshalb nicht. So. Dann sind wir mal fertig hier, so. Ein Einhammer. Ich hoffe nur... Ah, das Blöde ist, die gehen da hinten drauf, guck mal. Die backen dann so durch, aber ich kann sie da nicht mehr runterhauen. Das finde ich ein bisschen schade, aber egal. Da hauen wir die wenigstens hinten raus. Und, genau, wir tunen den Wagen auf, dass wir dann noch auf den Berg raufkommen. Weil das, darum geht's ja, wir wollen auf den Berg kommen. Justin King Brühe 229 raus. Wie lange geht der Stream schon? Seit 1 Stunde 30 circa. Tatsache.
Oh, wird noch ein bisschen gehen, ne? Wir werden noch ein bisschen streamen. Weil wir werden den Typen da, also wir werden jetzt ein bisschen raufgehen. Wir werden alles rauffahren und ein paar Leute runterhauen, würde ich sagen. So, Vehicle Mod Menu. Jetzt müssen wir nur den Wagen noch ganz schnell aufmotzen. Und zwar, dass er auch auf den Berg raufkommt. Tiefer legen sollten wir vielleicht nicht. Boah, wir könnten richtig fette Dinger raufhauen. Und das machen wir. Ich mach mal Lowrider, haben wir da. Nee, da haben wir nicht gute Wheels drauf. SUV Tuner, schauen wir mal. Ey, die kannst du richtig geil aufmotzen eigentlich, den Wagen, ne? Mit solchen fetten Felgen. Richtig fett, Alter. Ich mach mal High-End, komm. High-End, schauen wir mal, was es im High-End-Segment gibt. Auf die Standardfelgen. Ja, da gibt's schon ein paar schöne, schnieke Sachen, aber ich glaube, da bleibe ich doch irgendwo anders. Board, schauen wir mal. Board schaut auch nice aus. War vielleicht noch eine zweite Section? Nö, gibt's nicht. Schade. Nee, ich glaube, geh mal auf Ding-Section hier. Auf Lowrider, nee, auf Tuner. Da waren schöne Sachen dabei. So, schau gleich Donation. Hier wieder werden wir rausgeschmissen, seine Donations. Das ist der Sound of a Spende. Der ballert heute echt zu viel raus, Leute. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Nämlich der iRapix hat nochmal einen Euro. Der kann man dir privat auch schreiben, wenn ja, wo. Also privat kann man mir auf Facebook schreiben. Das ist und, der Sound of a Spende. Ja, für alle, die mal wissen wollen, hier sind meine ganzen Plattformen. Also man kann mir auf Facebook eigentlich am besten schreiben, sonst per E-Mail. Und Instagram könnte man mich auch anschreiben, aber Instagram finde ich irgendwie blöd zum Schreiben, weil man sich da vorne und hinten nicht mehr auskennt. Weil wenn du mal jemanden annimmst, dann schreibt da fünfmal jemand dasselbe und dann kennst du dich irgendwie vorne und hinten nicht mehr aus. Deshalb mache ich das meistens über Facebook. Und Grüße gehen raus an dich, vielen Dank nochmal hier an dich. Dann haben wir noch den Xion mit 1 Euro Donation. Hallo E-Beams, ein geldgeiler Hund, nicht Spaß, ich feier mich so hart, ja weil du Xion heißt. Vielleicht checkst du's, ich bin nicht blöd. Ich bin vielleicht ein Hund, aber ich bin nicht blöd. Grüße gehen raus an dich, lieber Xion. Justin King nochmal, okay. Dann hau ich jetzt gleich raus. Dankeschön, Justin King, für 2,29 und Manuel Ross ist auch wieder hier. Ach du Scheiße, wir haben einen neuen VIP. Ja moin, hallo! Ey, sieht doch fett aus, der Truck hier mit den schwarzen Felgen. Ey, das sieht doch nice aus. Dankeschön, Max Dynamo, fürs VIP-Werden. Herzlich willkommen. So, Manuel Ross, du hast meine erste Spende verpasst und nicht vorgelesen. Hashtag schäm dich, warte mal. Wo waren die denn? Wo waren die denn von dir? Ach hier, heute bin ich etwas früher beim Stream dabei. Das ist der Sound of Habe aber trotzdem wieder die ganze erste Stunde verpasst. Mal schauen, wann ich mal wieder von Anfang an dabei sein kann. Ey, tut mir echt leid, letztes Tag, bevor tue ich immer irgendwas hier vergessen. Also ich bin echt ein vergesslicher Hund. Aber Grüße gehen raus an dich, lieber Manuel Rust. Dann Daniele Krebs nochmal, wie kann ich dir bei Discord privat schreiben? Ich kenne mich da echt nicht aus. Nicht, dass es, nicht, dass der teure Code jemand anders bekommt, PS. Ich bin ein Mann. Daniele Krebs, ich weiß schon, dass du ein Typ bist. Nee, kann ich machen, indem, ich dich einfach in Discord adde. Dann geht das. Dann kann man uns privat schreiben, das geht dann. Kann ich dann aber auch machen. X der Kampfwaffel, ihr nochmal 1 Euro donated. Dankeschön. An X der Kampfwaffel. Hey, warum hupen die alle so blöd? Aber mal einen Typen mitnehmen, da drin. Oh ne, da steht ein Admin-Mobil. Grüße gehen raus nicht. Dankeschön, der Kampfwaffe. Der Name macht mich hungrig. Na, dankeschön dafür. Können wir gleich Discord, please, Tobi. Ach, weißt du was, ich werde heute ein bisschen Discord kommen. Können wir da machen, da gehe ich labern eins, da können wir ein bisschen reden. War ich eh schon lange nicht mehr. Weil ich jetzt immer was zu tun hatte, aber gut, Zeit für die Community muss ja auch mal wieder sein. Dann kann ich direkt oder später auf den Discord gehen. Aber ich entführe noch ein paar Leutchen. Weil mit einem werde ich nicht den Berg darauf fahren. Oh, scheiße. Muss drin bleiben. Schau mal, da sind wir doch perfekt, ne? Guck mal, wie viele da sind. Oh, Radlfahrer! Schade, dass da keiner steht, ne? Mit dem Radl. Dazu geil gewesen. So. Dann nehmen wir mal ein paar Leutchen mit hier, oder? Stell ich mich da mal perfekt hin mit meinem getunten Wagen. Und schau mal, der hat schon richtig Bock drauf. Seht ihr den? Ey, du da! Und den haben wir schon mit. So schnell kann es gehen und ihr werdet entführt vom Hund. Also immer schon aufpassen, wenn so ein Truck vor eurer Schule steht. Nicht, dass Karl-Heinz kommt und euch entführt, ne? Wollen wir doch nicht. So. Das ist der Sound of a Spende. So. Jan brüllt raus. Wann kommt die nächste Folge Real Life Mod? Gibt es da schon irgendeinen Rhythmus? Oder ist das immer spontan? Ne? Karl-Heinz Gassi. Das ist der Sound of a Spende. Das kommt immer relativ spontan. Meine Videos.
Aber ich schaue halt, dass ich wirklich fast täglichen Content rausbringe. Aber es ist halt... ist der gerade abgereckt? Leute, der hat gerade einen Herzinfarkt bekommen, nur weil ich den mitnehmen wollte. Ja moin, das war es ja wieder komplett. also, aber ich schaue immer, dass ich in der Woche schon so ein-, zweimal Real-Life-Mod rausbringe, ja. Also ist es halt nicht. Ich nehme auch mit. So, iRapix nochmal mit 8 Euro. Hab dich beim Stream geedit und vergiss mich nicht in Fortnite adden. Mach ich. Das mach ich. Auch wenn ich sehr vergesslich bin. Ich probiere immer mein Bestes. Das weißt du. Das weißt du. iRapix. Ich hoffe, du weißt das. Zu schätzen. Hä, wo ist denn der andere hin? Habt ihr den anderen gerade gesehen? Der ist weg. Ja moin, das war's ja wieder echt komplett heute. Ich kann mehrere Leute aufheben. Das hätte mir auch vorhin ein bisschen weiterhelfen können. So. Kann ich dich aufheben? Warte, ich muss den hier wegkriegen. Das Problem ist, schau mal, wenn der jetzt nicht aufsteht, du musst aufstehen. Das Problem ist, schau mal, wenn wir den... Du musst aufstehen, Prinzessin. Das ist der Sound of a Spinne. Alter, steh doch auf. Ich habe keinen Bock jetzt auf dich. Boah, der soll aufstehen. Aber was das Problem ist jetzt, guck mal, wenn ich den jetzt hier mitnehme mit dem Lasso, dann stirbt der. Das ist voll der Bug irgendwie. Schau mal, Grüße gehen nicht raus. Sasuke Meep nochmal mit 100 Donation. Darf ich auch Discord-Spieler kommen? Natürlich, jeder kann kommen. Jeder kann heute Discord kommen. Discord natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Also wer heute ein bisschen mit mir talken möchte, heute im Raum Labern 1, direkt nach dem Stream geht's los. Da würde ich sagen, machen wir eine kleine Laberrunde, oder? Ja, gib mal Labern Raum 1 oder wir machen einen eigenen Raum dafür. So, wir brauchen noch ein Mädel. Wie sieht's mit Ihnen aus? Dich nehmen wir mit, oder? Oh, okay, die ist schon... Oh, mein Goodness! Die will ich schon nicht mehr. Das war's wieder komplett mit der Alten. Da komm, dich nehmen wir jetzt auch mit, Prinzessin. Dann machst du es dir schön kuschelig hinten. Ne, dann geht's hoch. Auf die Berge. Mach mal ein bisschen schön Ausflug mit dir. Zeig ich dir mal einen Echtnasen. So. Jetzt haben wir drei Leute hinten drin. So, lass mich mal rein hier. Das ist der Sound of Ich würde sagen, das reicht. Nein! Nicht doch! Genau jetzt muss das passieren. Ich könnte kotzen. Nee, Alter, das pisst mich. Ja, ich mache das aber wieder richtig. Warte mal. Ich mache das jetzt wieder richtig. Und zwar zeige ich euch das. Aber jetzt ist mein Auto weg, was ich getunt habe. Ey, das pisst mich so an, der Mod. Also die Mod. Nicht der Mod. So, jetzt zeige ich euch, wie ich das mache. Und zwar werde ich jetzt hier open. Aber Vehicle Options. Dann machen wir hier open. Doors Menu. Machen wir hinten das Ding auf. So, und dann sollten die da wieder raufkommen. Weil ich will die nicht alle hier wieder... Jawohl. So muss das. So, Vehicle fix. Oh, da habe ich jetzt die Dinge einge... Scheiße! Egal, ich nehme die zwei mit. Ey, ich habe einen Stern bekommen! Super, ich habe einen Stern bekommen, super. Ich nehme die zwei mit. Die eine ist jetzt weggerannt, ist mir aber komplett egal. Die ist wieder dran schuld, dass das nicht funktioniert hat. Jetzt ist mein getunter Wagen halt weg. Super. Like a Boss, Dankeschön fürs VIP werden. Like a Boss, Grüße gehen raus. Ebenfalls für dich auch am Discord. Kannst jetzt auch VIP beantragen, den du YouTube mit dem Discord verbindest, verknüpfst. Und es leckt hier tierisch.de. Und das kannst du gerne machen. Würde mich auf jeden Fall auch freuen. Und... Danke an Creepy44LP für 2,29. Bin ein Vogel, weil ich immer in die Luft furze. Danke, dass ich das jetzt auch mitbekommen habe. Ne? Vielen Dank dafür. Creepy44LP. Warte mal, ich muss ja ganz schön was probieren, ne? Ganz schön was probieren, ob das ja auch so ist. Sorry dafür, Leute. Warte mal, ich muss ja ganz schön was fixen. Scheiße, die Cops. Die Cops sind hinter mir her. Ey, verpisst euch! Die Cops sind hinter mir her. Das hat jetzt auch noch wieder gefehlt. Alter. Zwei Sterne. Jetzt ist es so voll laggy. Seht ihr das, wie es hier rumlaggt? Das geht mir richtig nicht ein. Like a Boss, Dankeschön. Karl-Heinz braucht eine Freundin. Tatsache, das müssen wir auch mal machen, dass Karl-Heinz eine Freundin hat. Das wäre sogar eine gute Idee. Alter, wir müssen da echt hoch jetzt. Wir müssen echt die Cops loswerden, weil ich will keine drei Sterne bekommen. Aber drei Sterne kommt ja der Helikopter und dann sind wir gearscht, Leute. Dann können wir nichts mehr machen. Ah, ich muss den Tune hier. Dankeschön, VIP! Danke fürs VIP werden! Ich schau gleich, wer es hier war. Ich muss mich sogar schon hier auftunen.
Turbo haben wir rein. So. Daniele Krebs ist jetzt VIP. Dankeschön fürs VIP werden. Der ist ja heute echt hier aktiv und ballert VIP sogar auch nochmal raus. Vielen, vielen Dank. So, direkt Ruf hier. Jawohl, Sterne losgeworden. Jetzt kann es losgehen, Leute. Wir haben noch zwei Leute hinten drauf. Oh, ich hoffe, die fliegen nicht raus. Ey, das wird aber ganz schön. Das wird. Oh, nee, ich komme da nicht hoch. Ich komme da nicht hoch, Leute. Für was kaufe ich so ein Auto, wenn ich da nicht hochkomme? Gut, ich habe es ja geklaut, so in etwa. Nee, scheiße. So. Kann ich rückwärts hoch? Scheiße, Leute, das ist nicht gut. Ich muss schauen, ich muss den irgendwie auftunen. Warte mal. Ich muss hier komplettes Tuning machen. Ich glaube, ich muss Power Multiple anmachen, dass das hier funktioniert, so wie ich es mir vorstelle. Weil den einen muss ich ausmachen, ne? So. Das ist der Sound auf die Spende. So, ey, Rapix nochmal. Wie heißt die Spendemusik, die voll geil ist? Ja, auch deine. Welche meinst du jetzt? Meinst du die im. Diese hier mit Money Rain? Oder meinst du diese Spendenmusik von. Das ist The Sound of a Spende? Weil wenn du das meinst, hast du das Lied, das ist The Sound of the Police. Und ich sag da extra, das ist The Sound of a Spende, weil es einfach lustig anhört. So ein bisschen auf. So ein bisschen auf Österreichisch-Style, ne? Ey, das geht echt nicht. Ich glaub's nicht. Es geht nicht. Ich komme mit dem Ding nicht hoch. Jetzt habe ich den schon so getuned, dass eigentlich nicht mal möglich wäre. Und ich. Reifen drehen sie aber nur durch. Oh ne. Oh ne, nicht rausfallen. Okay, einen haben wir verloren. Du musst natürlich da runter, ne? Na super. Ich komme da nicht rauf. Ich habe volle Power bei dem Ding. Das Ding. Ach du Scheiße. Oh, tschüss. Tschüss, Sikowski. Das war's ja komplett. Oh ne, Digi. Nein. Nein, nein, ich möchte ganz rauf hier. Ich mach das aus, ich glaube, das bringt sich sogar noch weniger. Ja, es bringt sich sogar, es bringt sich gar nichts. Ich will da ja nur rauf, Alter. Ich möchte die Alte da runterschubsen. Da bin ich froh, dass die nicht rausgefallen ist. Bin ich froh, dass ich da jetzt nicht rausgefallen, also die dann jetzt nicht rausgefallen ist. Ich hätte so geheult jetzt. Komm, jetzt schaffen wir das. Greifen dürfen nicht durchdrehen. Jetzt reicht's mir, ohne Witz. Ich mach jetzt folgendes, ich cheate jetzt, und zwar werde ich mich da nach oben. Ich hab mich da, ach nee, da kommt die ja nicht mit, die Alte, ich kann mich da gar nicht hoch teleportieren. Kann ich mir einen Boost geben? Alter, das gibt's doch nicht. Leute, ich komm da nicht hoch. Komm mit dem Auto da nicht hoch, dabei habe ich schon so viel probiert. Vehicle Mod Menu. Hydraulik vielleicht, das könnte sein. Nee, das macht's noch schlimmer. Das macht's noch schlimmer, Alter. Das könnte ich denn probieren, dass ich da hochkomme. Muss irgendwas. Oh, okay, der funktioniert. Okay, super. Also wenn ich nur den anhab. Ah, dann geht's super. Es funktioniert! iRapix! Nee, die bei Money Rain. Ach, diese hier. Das ist von Nefex. Savage heißt die. Kannst du mal gucken, der ist verlinkt unten bei mir. Nefex heißt der Typ ist. Und Savage heißt das Lied. Mit S geschrieben. Also Savage. So jetzt geschrieben. Oh Gott sei Dank bin ich da jetzt hochgekommen, Leute. Ich hätte sonst echt. Ich hätte geheult jetzt. Ich hätte einen Heulkrampf bekommen. So, warte, ich muss mal was reloaden hier, Digi. Ich muss die ganze Zeit reload machen. Internal Server Error habe ich da. Super Chat und Kanalmitgliedschaften. Das finde ich super. Dankeschön, YouTube. Ah, jetzt funktioniert es wieder. So, perfekt. Kommen wir jetzt wieder hoch. Müssen nur ein bisschen aufpassen, weil das Ding jetzt OP ist. Er merkt es vielleicht, wie das Ding abgeht. Problem ist, es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Es war jetzt übelst schwer, da hochzukommen. Vor allem, ich muss aufpassen, dass die Alte da nicht rausfliegt. Weil die wollen wir ja runterschubsen da oben. Wenn man uns entführt und die wird da oben runtergeschubst. Ich schubse alte Frauen. Vom Berg runter, ja. Das ist so mein Ding, was ich gerne mache. In meiner Freizeit. Als Karl-Heinz. Da schubse ich halt alte Frauen aus dem Fenster. Auf dem Berg oben runter. So, jetzt haben wir es aber echt gleich geschafft, du. Jetzt ist es gleich Ende im Gelände. Wortwörtlich. Dann sind wir oben angekommen und dann schubst man sie runter.
finde ich eine ganz nice Idee. Okay, ganz langsam darüber. Aufpassen, dass du nicht runterfällst, Karl-Heinz. Ihr wisst ja, Karl-Heinz hat ja keinen Führerschein. Wenn der da runterfällt, dann ist Ende. So. Gleich geschafft. Jetzt ist mal nämlich ein anderes Auto dafür. So. Ja, ich bin am Gipfel. Also fast. Gleich geschafft, Leute. Gleich geschafft. Bin gleich oben. Ich muss nur drin bleiben, die Alte. Wie komme ich da jetzt rüber? Ich muss da irgendwie rüber, Leutchen. Oh ne, da darf ich nicht runter. Ah, ich fahre mal wieder komplette Scheiße zusammen. Ich hab ne Idee. Ich mach nur langsam wieder Tag, weil sonst sehe ich nichts mehr. So. Müssen wir da rüber. Und dann haben wir es, glaube ich, geschafft, Leute. Dann schmeißen wir die Alte da oben runter. Oh, ich wollte dich da eigentlich runterschmeißen, ne? Schau mal. Komm her, du! Ey, warte, ich hab noch ein Lasso. Du kommst hierher. Komm her, du Wuppel! So. Ja, es ist zu spät für dich. Jetzt schmeiß ich dich oben runter, ja? So, den schmeißen wir auch runter. So, ist sie noch da? Ja, sie ist noch da. Super, Leute. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das richtig funktioniert, ja? Leute runterschubsen. Guck mal. Wie mache ich das am besten? Müsste ich eigentlich ein bisschen vorne? So, wie haue ich den runter, Leute? Ich weiß jetzt nicht. Also so funktioniert es auf jeden Fall nicht. So. Muss ich nur mit dem Auto ein bisschen ranfahren und dann fliegt er da einen Kilometer runter. Dankeschön an. Oh, wer. Da sind gerade Schweizer Franken geflossen. Das habe ich wieder nichts eingeblendet. Robin Meyer, brüht 2 Schweizer Franken raus. Dankeschön an Robin Meyer für 2 Schweizer Franken. Creepy 44 AP ballert 2,29 aus dem Superchat. Dann hättest du den Augenkrampf. Warum hätte ich dann einen Augenkrampf? Keine Ahnung, was du meinst, Prinzessin, aber okay. Beste Grüße gehen raus an dich. Creepy 44 AP und Chaos Girl 44 aus wieder. Ist auch wieder hier mit 1 Euro Donation. Dankeschön, schon gleich mal gesehen. Grüße gehen raus an dich. Und jetzt schubst du mal den Alten hier runter und dann die Alte gleich mal hinterher. Weil ich glaube, die spürt nicht mehr viel. Die dürfte nicht mehr so viel spüren. Und sie auch was verspüren, Mr. Krebs. So, jetzt probieren wir es mal. So, oder warte, sollen wir die zuerst... Nee, warte, ich tue die zuerst runter, dass er sieht, was ich mit ihm gleich vorhabe. So. Und zwar machen wir jetzt hier das Ding auf. Jetzt pass auf, Leute. Jetzt ist der brennende Moment gekommen, wo wir den Typ jetzt runterschmassen, ja? So, Vehicle Door Open. So, zack. Und jetzt. Wuhu! Okay, das war fast. War fast. So, warte mal. Oh nee, der blöde Stein ist im Weg. Ich muss die, glaube ich, von selbst rausschubsen. Meine Fresse, die hat heute aber mal wieder zu viel Döner gegessen anscheinend. Die kommt nicht aus dem Auto raus. Oder sollen wir beide. Nee, beide auf einmal wäre nicht so toll. Muss mich aufpassen, dass ich da nicht runterfliege. Gut, dann mache ich das halt selber. Muss ich das wohl selber machen? Immer muss du alles als Hund selber machen. Das pisst einen richtig an, so. Genau, gehst ein bisschen runter hier. So, jetzt zeige ich dir mal, was gleich mit dir passiert, Prinzessin. So. Und zwar... Ach, da, warte mal. Tschüssi! Ja, sieht ganz schön brutal aus, ne? Und sie rollt und rollt. Und Stillstand, super. So, möchtest du auch mal probieren? Oder soll ich dich woanders runterschmassen? Ach, weißt du was? Ich bin mal so fair, ich hau dich mal woanders runter. Komm mal mit, du. Dich hau ich woanders runter. Das ist mir zu fein hier. Das war nicht so extrem. So, dich hau mal da oben runter. Guck mal. Das ist extra eine Schanze. Echtes Schanzenfest hier oben. Danger. Och, Danger. Was ist denn da so schlimm da oben da dran? Ich weiß auch nicht. So, jetzt zeige ich dir mal einen richtigen Hasen. So. So, Leute, ich würde mal sagen, dann verabschiedet sich der nette Herr mal. Wie machen wir das am besten? Ich würde sagen, wir hauen ja mal. So. Oh nein, ich! Scheiße. Oh mein Gott, war das gerade knapp da.
Scheiße, war das gerade knapp. Holy moly. Warte, wir müssen ihn erstmal hier. So. Ey, du musst ein bisschen. Ja, komm jetzt. Tschüss! Und er rollt und rollt und rollt. Ach du Scheiße! Ja, den sehen wir nie mehr wieder, glaube ich. Der rollt bis an sein Lebensende da jetzt runter. Das war's echt komplett. Dafür ein Like, Leute. Da war's jetzt echt. Geil. Da kann man schon mal auf den Like-Button drücken, liebe Leute. Das war's jetzt komplett mit dieser Aktion. Like Boss Prügel draus mit E-Hop YouTube, mit Discord, Zoom, aber E-Hop kann VIP. Das braucht ein bisschen. Das kann bis zu einem Tag dauern. Aber ich kann dann, wenn ich im Discord bin, mal einen Reload machen, dann soll es direkt da sein. Gronk brüllt einen Euro raus. Sicher der echte. Ist immer wieder schön, junge Let's Player beim Aufsteigen zu sehen. Ob das der echte Gronk ist? Jetzt bin ich mal gespannt. Warte, ich guck mal auf die E-Mail. Ich kaufe dir das nicht ab, dass das gerade der echte Gronk ist. 100 Pro ist das nicht der echte Gronk. Und es ist, warte mal, ich kann ja sehen, welche E-Mail das ist, weil er hier durch PayPal hat. Wenn das jetzt echt Gronk ist, dann nö. Und das ist auf gar keinen Fall Gronk. Aber trotzdem, nice prank, at least you tried. Ja, wünsche ich dir viel Spaß. Warte, ist das derselbe, der sich Xyrn benannt hat? Mal schauen. Tatsächlich, du kleiner Wuppeltaler. Das ist ein kleiner Wuppel. Das ist der sich Xyrn benannt hat. Jetzt hat er sich Gronk benannt. Also so leicht lasse ich mich nicht verarschen, Prinzessin. At least you tried, Gronk. At least you tried. So. Gut, dann haben wir das auch gemacht. Warte, soll ich dir mal was zeigen? Ach, sie sind neu hier, ne? Ja, schöne Aussicht. Soll ich ihnen mal eine richtig schöne Aussicht zeigen? Also, wenn sie eine echte schöne Aussicht sehen wollen, dann müssen sie mir jetzt vertrauen, ja? Ach, wollen sie? Ja gut, dann zeige ich ihnen jetzt mal was. Und zwar, ich nenne das Lasso-Spiel. Und zwar, ich nehme sie mit. Ja, sie haben doch ja gesagt. Ja, dann nehme ich sie jetzt mit. Ich zeige ihnen jetzt das Lasso-Spiel. Ja, ja. Sie haben eh genug Gepäck dabei, dann machen wir das jetzt zusammen. So, dann zeige ich ihnen jetzt mal einen richtigen Hasen da hinten. Ich weiß zwar nicht, wie oft ich das heute schon im Stream gesagt habe, dass ich den Leuten einen richtigen Hasen zeige, aber ich finde das ganz schön lustig. So, dann nehme ich dich mit da. Und dann zeige ich dir da oben richtigen Hasen, ja? Muss ein bisschen aufpassen. So. Pass mal auf, Leute. Jetzt pass auf hier oben. So. Muss ich aufpassen. Oh ne, oh ne. Ah, scheiße. Oh ne, nicht runterfallen. Nein, ich hab einen Fallschirm. Nein, 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 nein. Karl-Heinz. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah! RIP, RIP. Das war's komplett. Das war's jetzt. Das war's mit Karl-Heinz. RIP, Karl-Heinz, RIP. Bitte fang dich. Fang dich, Karl-Heinz. Fang dich. Da musst du dich fangen jetzt. Bitte fang dich einfach. Ach du Scheiße, ich bin fast gereckt. Nein, 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 nein. Alter, Leute, ich war fast abgereckt gerade. So viel dazu. Ich hab den Typen da oben fast abgeburkst. Und ich flieg runter, weißt du? Ich muss auf den Stein da oben rauf. Ich muss jetzt wieder raufkommen irgendwie. Warte, hängt der da noch? Warte mal, hängt der da oben noch? Ich glaube, der hängt da oben noch. Warte mal. Oh, scheiße. Ey, das war jetzt aber echt knapp, ne? Der Shit war gerade echt knapp, du. Ich war da. Ne, der hängt da oben nicht mehr. Ich glaube, der ist runtergefallen. Ich glaube, der ist mit mir runter. Ich bin da fast gereckt gerade. Au, nein, nein. Jetzt nicht wegen sowas recken, bitte. Au. Och, nee, die. Wie komme ich denn jetzt wieder hoch, du? Ich hätte zwar eine Idee, aber die wäre nicht so ganz legit. Ich mach's einfach. Ich habe keinen Bock zu recken. Weil wenn ich da runterfall, ich habe dann echt keinen Bock drauf. So. Captain Capslock ist auch hier im Ballert hier. 5 Euro raus. Dankeschön an Captain Capslock. Da gibt's einen fetten Money Rain. Oh, und so, so mach ich das hier aber nochmal. Komm her, du. So. Zeig ich dir mal nochmal hier meine. Sie haben ja bestellt, ne? Sie haben doch das Action-Paket 2.0 bestellt. Ja, ich weiß, der vorige ist da runtergefallen. Aber ich zeige Ihnen jetzt den richtigen Hasen. Dem vorigen habe ich das nicht gezeigt, aber Ihnen zeige ich das jetzt, ja? Ja, ich weiß, dass ich vorhin runtergefallen bin. Aber dazu jetzt nicht zur Sache. Jetzt zeige ich Ihnen wirklich, wie das funktioniert. Ey, warte mal, was kann ich denn da eigentlich reintun? Wie geil wäre das? Das ist der Sound auf die Spende. Warte mal, Leute. Fährt er da jetzt... Fährt er da jetzt die ganze Kacke runter? Ich würde so feiern. Alter, ich will da so feiern, wenn da jetzt die Tür zugeht.
Und der Typ die ganze Ding runterfährt. Alter, ich will das so feiern. Ich warte, bis das Ding da runterfährt. Das ist der Sound auf die Spende. Weißt du, stellt euch mal vor, es kommt so ein Kind, ihr seid gerade am Wandern. Es kommt dann so ein kleines Kind, entführt euren Freund, setzt euren Freund in so ein Ding wieder rein. Das ist der Sound auf die Spende. Und der fährt dann alles mit runter. Oh, geil. Tschüss, viel Spaß. Ich zeige ihm einen anderen Freund, wo es auch noch runtergehen kann. Das ist der Sound. Das sind die ganzen Donations eingeblendet von vorhin. Also nicht wundern, Leute. Ganz viele Donations. Alter, Captain Capslock hat hier vorhin 10 Euro donated. Der hat das gerade höchstwahrscheinlich aufgehoben hier. Dankeschön. Das ist der Sound. Dankeschön an Captain Capslock für 10 Euro Donation. Da gibt es gleich einen fetten Money Rain von mir. Aber ich will schauen, wie der da runterfährt. Ja, jetzt müsste das gleich anfangen, runterzufahren. Weil jetzt ist da. Jetzt ist der andere oben. Die andere Gondel ist da. Eigentlich sollte der schon längst fahren. Ich glaube, der fährt nicht, wenn was drin ist. Kann das sein? Muss mal gucken. Aber eigentlich fährt die andere nach oben und die andere nach unten. So ist das eigentlich gedacht. Verwirrt mich gerade ein bisschen. Aber ich schau mal. Vielleicht fährt er noch. Vielleicht fährt er noch. Oh, Haxür, übertreibst du dich langsam? Ich glaube, du solltest jetzt über 18 schalten. Ja, nur weil ich Leute wo runterschmass. Ist ja nicht so schlimm. Ich meine, GTA ist ja ab 18, ne? Aber ein paar Leute runterschmassen finde ich nicht so schlimm in einem Videospiel. Ich glaube, da ist so das ein oder andere COD schlimmer, was die Brutalität angeht. Ich schmeiße nur das Karl-Heinz-Leute vom Ding runter hier, von den Alpen. Was ganz normal ist, was man in Österreich sieht, ne? Ganz normal für einen Österreicher. Nee, ich glaube, das Ding fährt nicht. Ich glaube, es fährt nicht. Jetzt bin ich ein bisschen traurig. Ja, Mai, hast probiert, der Prank war aber gut. Gib's zu. Ja gut, der Prank war schon ganz choral so. Das ist der Sound of die Spende. Es gibt schon bessere Pranks. Habe ich schon bessere gesehen. Das schmeißt man aber runter hier. Jetzt muss es ja funktionieren. Jetzt passe ich wirklich drauf auf, dass nichts passiert hier. So genau gehen wir hier hoch. So. Und jetzt zeige ich dir einen echten Hasen. Sollte eigentlich funktionieren, wenn ich den, eigentlich müsste ich nur tasern, ne? Theoretisch müsste ich ihn jetzt nur tasern und... Tschüss! Ja, den haut's aber ganz schön jetzt. Habt ihr noch gehört? Ich hab da unten Rolter. Da rollt er, rollt er, rollt er, rollt er im Sauseschritt. Den Berg jetzt runter, fit. Alter, das sieht aber nicht ganz schön aus von oben. Guckt euch das an, bitte. Ey, deine schmast's ja wirklich. Den haut's ja da runter, als gäbe es kein Morgen mehr. Für den auf jeden Fall nicht mehr. Karl-Heinz, der Massenmörder. Ohne Witz. Wir werden echt noch in die Zeitung, in so einen Zeitungsartikel reinkommen. Scheiße, wie komme ich da jetzt wieder hoch? Frage über Fragen. Wie komme ich da hoch? Dankeschön nochmal, Captain Capslock. Jetzt gibt's aber fetten Ding für dich. Dann hättest du einen Augenkrampf. So, jetzt gibt's aber echt mal hier für Captain Capslock. Und Creepy. 45 LP, er ballert auch nochmal raus hier. 2020. Das Ding fährt nicht, weil zu viel Pep drauf ist. Du, da hast du vielleicht recht. Warte mal, ich nehme mal das Pep mit. Pep, ich zeig dir jetzt echt, wie es geht. Warte mal. Ey, warte, kann ich das bezahlen? Nee, kann ich nicht. Ey, so viel Gurken habe ich. Ich kann das nicht bezahlen. Also danke, Creepy. 45 LP. Jetzt gibt es ja echt mal einen Doshype für euch. Und jetzt ist uns ein Doshype. Rausgeballert. Nur für euch. So, dann würde ich sagen, letzte Person, Spaß mal runter hier. Und zwar, wenn wir es folgendermaßen machen. Also zuerst will ich die runterprügeln. So. Ich prügel die zuerst runter, Leute. Oder am besten. So, der ist jetzt unten. So, und dir zeige ich jetzt auch nochmal, wie das geht. So, wie schmeißt man den runter? Nochmal da drüben. Ich fand das da drüben am besten. Ich schau mal. Ich hoffe, ich habe noch einen Fallschirm parat. Wie geil wäre es? Ich kann es mal probieren, Mathe, Leute. Schaut mal. Ich habe keinen Fallschirm. Scheiße! Ich dachte, ich habe einen Fallschirm dabei. Anscheinend habe ich den aufgebraucht. Ich habe gedacht, ich habe einen Fallschirm dabei. Na gut, Leute, at least I tried. Den letzten haben wir noch runterbekommen. Trauriges Wetter hier in Los Santos. Nee, komm, machen wir wieder schön hier. Mal schönes Wetter. Wird gleich besser aus. So, also da oben seht ihr nochmal den Berg, wo wir auf jeden Fall unsere Scheiße fertig gemacht haben. Ich würde aber sagen, das war's für heute mit dem Livestream. Wir haben schon wieder, warte mal, wie lange haben wir gestreamt? 2 Stunden, bitte. Schön, dann kein 2 Stunden. Ja, Alter, 2 Stunden schon wieder gestreamt hier. Ja, ich würde sagen, wenn euch der Stream gefallen hat, dann vergesst nicht,
bitte zu abonnieren. Es würde mich so freuen, wenn ihr neu abonnieren könntet, Glocke aktivieren könntet und, wie gesagt, für kostenlosen Support einfach ein Like da lasst. Es tut ja kein weh, Leute. Support ist kein Mord. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und schaut auch gerne bei Instagram vorbei, weil ich da sehr aktiv bin. Da ist der Hund am meisten aktiv. Da findet ihr auch Real-Life-Bilder von meinem Leben, so wie mein Setup ausschaut und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir machen heute noch eine fette Durchgrüßrunde und danach, wie gesagt, wird es noch ein bisschen auf dem Discord ein Gespräch geben. Da könnt ihr auch mitkommen. Discord-Link natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und da würde ich sagen, hau mal Musik rein und lassen wir es uns gut gehen mit ein bisschen Grüßungsrunden, ne? Grüßungsrunde startet immer dann, wenn die Musik läuft, so wie immer halt. Also für die, die unbedingt gegrüßt werden wollen, ich bitte euch immer zu warten, bis die Musik an ist, weil dann, weil sonst lese ich das auch nicht. So, Musik, das muss ich mir raussuchen, ja. Ich kann ja nicht doppelt gucken auf dem Bildschirm, ne, das geht halt nicht. So, bisschen Musik. Und jetzt hauen wir nochmal rein hier, die Taste. Langsamer Modus aktiv. Gut, dann Grüße gehen raus an Gaming LP, den VIP. Dankeschön fürs VIP werden auf jeden Fall. Dann haben wir noch den, den BZWT Miriam und Moritz. Ich weiß nicht, ob du eine Sie oder ein Er bist, weil Miriam ist ja so ein Name und Moritz ist halt ein männlicher Name. Aber Miriam, Moritz, vielleicht seid ihr auch Geschwister. Grüße gehen raus an euch. Oder an dich oder was auch immer. Ebenfalls nämlich VIP. Saskia Miep, auch VIP. Grüße gehen raus an dich. X-Stranger X, auch ein VIP. Grüße gehen raus. Dann den Toni Gabriel Horak, der ist auch da. Grüße gehen raus, auch auf dich, lieber VIP. Und Daniel Krebs grüßt einen Euro raus. Noch am Ende des Streams. Vielen Dank, Daniel Krebs. Daniele Krebs, nicht Daniel Krebs, Daniele Krebs. So, dann schauen wir nochmal durch hier. Bluey, grüße ich. Chaos Girl 44, grüße ich. Dann haben wir noch Bulle HD, grüße ich. Leon, grüße ich. Regina, grüße ich. Dann haben wir noch alles. Also so viele einfach. Jason, Hori, nee, Kokirla. Ich kann nichts aussprechen heute. Grüße gehen raus an dich. Dann den Tobi grüße ich. Den Tobi 1 natürlich. Warte schon im VIP-Laber da jetzt auf dich. Wir gehen ins normale Labern heute rein. Damit auch die Leute, die nicht VIP sind, mit rein können. Der Erik Friedrich, Zickler, prüft Euro raus. Dankeschön. Und iRapPix, Alter, der Name macht noch immer fertig. Grüße gehen raus an dich. Kriegt man eine Autogrammkarte oder Dogecoin bei einer Bestellung in deinem Shop? Noch nicht, aber tatsächlich kann es in Zukunft kommen, wenn der neue Shop draußen ist. Vielleicht Autogrammkarte oder sowas, das mal reinpackt. Weil neuer Shop ist in Arbeit, wird bald fertig sein. Und da wird es dann vielleicht so ein Special geben. Dann, wie gesagt, Erik Friedrich, Zickler. Grüße gehen raus an dich, dankeschön. So, Shahidi Aquana geht natürlich auch nochmal Grüße raus. Dr. Auger, die wird gegrüßt. Janis grüße ich. Dann, wen haben wir noch? Janik, Jack O'Neill wird gegrüßt. Zombie-Mod mit Familie, könnt ihr auch immer wieder machen. War ganz lustig, ich nehme letztes Mal die Zombie-Mod. Dann den Steffen grüße ich. Servercraft grüße ich. Tamara grüße ich. Dann haben wir hier noch den Lukas grüße ich. Lina grüße ich. Dann Nelly grüße ich. Jason grüße ich. Raymond grüße ich. Gamer TV grüße ich. Dann den Officer Fox, den grüße ich auch. Zurück aus dem Urlaub anscheinend. Jo, grüße gehen raus. Loud Mystery, bitte grüß mich, danke natürlich. Loud Mystery, immer mit am Schlüssel. Schon so lange VIP, schon 2 Monate. Da gibt's auf jeden Fall ein Herzchen. Dann, wen haben wir noch? Shiny Aquana. Ich komme dann Discord. Okay, passt perfekt. Dummy grüße ich. Ja, Dummy. Toller Name. Queen of Noise wird auch gegrüßt. Dann haben wir den Lollipop 33 grüße ich, den Choker grüße ich. Dann DVI Leon grüße ich. Creepy 44 LP grüße ich. Danke nochmal für 99 Cent und er ballert hier nochmal 2,29 raus anscheinend. Bist runtergefallen, weil du zu viel Pep hattest. Ach, das wird jetzt erst eingeblendet anscheinend, ne? Ach nee, doch nicht. Er hat einfach wirklich gerade doppelt donated. Ja moin, das war's echt komplett. Dankeschön, ja, ich hatte zu viel Pep dabei. Pep mit Doppel-P hinten, ne? Nicht vergessen. Capital Bra. Ich bin auch nicht wegen Geld gegangen. Mitleidstränchen für Bushido, weil er auch nicht wegen Geld gegangen ist. Also Capital Bra wird auch erstmal hier schön gegrüßt. Dann den Zockerschlee grüße ich. Daniela grüße ich. Viel Gaming grüße ich. Dann Dead End grüße ich auch nochmal. Hau mal einen Gruß raus, natürlich für dich immer. Dankeschön ebenfalls nochmal fürs VIP-Werden heute. Komm dann Discord. Ja, mache ich, Toni Gabriel. Heute wird Discord gekommen. Den Tim grüße ich. Dann den Xion123 grüße ich. Den Brandon grüße ich. Eisenbauer wird auch gegrüßt. Agent grüße ich. Den Tiger Panzer grüße ich. Den Sven grüße ich.
Aviar, Baron grüße ich, Pascal grüße ich, Lenny grüße ich. Dann Mission Phoenix oder Mission Phoenix wird gegrüßt. Ich bin Riesenfan, bester YouTuber der Welt, Dankeschön. Und jeder Krebs nochmal, vergiss nicht Discord Fortnite Gutscheincode. Mario auf jeden Fall, ey, das ist so Ehre, Mann. Ich freue mich richtig drauf. Dankeschön an dich, lieber Daniele Krebs. Dann haben wir noch Fenner und Covid gegrüßt. Niklas grüße ich. Dann Tobi, bis gleich, wir sehen uns dann. Tyrer Zocker grüße ich. Ultimate Finn 06 wird auch gegrüßt. Dankeschön auch fürs VIP sein. Dann Dennis grüße ich. Und den Dominik grüße ich. Reza grüße ich. Einhornkatze einzeln gegrüßt. Den Samuel grüße ich. Iron Boba grüße ich, Paulo grüße ich, Mark S grüße ich. Kannst du Moonlight grüßen? Natürlich, Moonlight wird auch wieder gegrüßt, Shiny Aquana. Soll ich mir vielleicht mal merken, ne? Todi Gabriel Hora, grüß mich. Jetzt mach ich einen steirischen Gruß. Grüße Gott, grüße genauso an die. So, wie haben wir denn? Den Chaos-Typ Müller. Ich finde Chaos-Typ Müller immer am besten. Kannst du mich grüßen und lass das Müller einfach weg. Hashtag neue Emotes. So ist es. Ja, dann nur Chaos-Typ. Das Geile ist, je mehr VIPs wir haben, desto mehr Emotes können wir reinhauen. Jetzt sind wir schon über 130 VIPs, Leute. Und die Anzahl steigt konstant. Das heißt, bald haben wir noch mehr Emojis. Also freue ich mich richtig drauf. Und den Kev GG, auch ein VIP, wird auch gegrüßt. Dankeschön fürs VIP sein. Dann den Felix grüße ich. Den Till grüße ich. Das ist der Sound auf die Spende. Team Pros, Brallert Nummer 99 Cent raus. Grüße gehen nochmal raus an Team Pros. Dankeschön. Der Roman wird gegrüßt. X, warte, wer ist er noch? VIP X, Stranger X wird auch gegrüßt. Bist der beste YouTuber der Welt. Dankeschön und danke fürs VIP sein. Dann Edelone grüße ich. Und, oh nee, jetzt hat sich mein, Stream-Ding geschlossen. Super, jetzt muss ich wieder zurück ins Creator-Studio. Das war's mal wieder komplett. Jetzt kann ich meine Dinge nicht lesen. Livestreaming, so. So, jetzt sehe ich den Chat gleich wieder so. Lasse Thompson grüße ich. Den Rainer grüße ich. Den Erich grüße ich. So, dann aber hier doch Lena grüße ich. Smikey grüße ich. Fortnite Killer grüße ich. Fabian grüße ich. Dann Jessie und Sophia werden gegrüßt. Ninja Streamer grüße ich. Jost grüße ich. Luise grüße ich. Im Ben grüße ich. Marlene grüße ich. Bulia. Oh, grüße ich. Dann wen haben wir noch? Laura grüße ich. Taubes Gehirn wird gegrüßt. Dann Sascha Schmor grüße ich. Dann Philipp Zimmer wird auch gegrüßt. Dankeschön an Philipp Zimmer für ein Euro Donation. Grüße gehen raus. BMW Freak wird gegrüßt. Den Till grüße ich. Den Killer 1976 grüße ich. Den Tobias grüße ich. Dead End brüht ja auch nochmal einen Euro raus. Dankeschön an dich, lieber Dead End. Dann Thomas Müller wird gegrüßt. Wie heißt das Lied vom alten Money Rain? Das war von Tadobi. Come Around hieß das. Also mal googeln. Das ist der Sound auf die Spende. Da nochmal Dead End. Vielen Dank. Wie gesagt, Dead End schon gegrüßt hier. Und danke nochmal für deine 1 Euro Donation am Ende des Streams. Dann STNN grüße ich. Kannst du Stanley grüßen? Natürlich, Stanley wird gegrüßt. Dann Nico HD44 grüße ich. Leander 9 wird gegrüßt. Dann Concrafter Luca Fanpage, hallo, grüße ich. Dann Anna Jasmin grüße ich. It's Vanessa grüße ich. Dann Finn grüße ich. Den Benjamin grüße ich. Hero Brian TV grüße ich. Ronny grüße ich. Den Kev GG, bester Mann auch. Dankeschön. Das ist der Sound of die Spende. Kannst du am Ende einen Dosh-Hype machen, bitte? Mach ich. Am Ende kommt ein Dosh-Hype für dich, Shiny Aquana. Dann mal da Philipp Zimmer. Dankeschön nochmal, Philipp. Philipp, beste Grüße gehen raus. Den Leon grüße ich, dann Dan, klar, Movie grüße ich, Christiane grüße ich, Lenny grüße ich. Es sind so viele einfach noch da, ne? Leo LP grüße ich, dann haben wir hier noch den F2NHD grüße ich, Sandro grüße ich, Nicola grüße ich, Benny. Das ist der Sound of grüß bitte meinen Hund Benny. Dann mache ich das. Er ist auch ein Shiba Inu anscheinend. Ja, Benny, grüße geht raus. Ein Shih Tzu, so. Creepy44LP wird auch gegrüßt. Dankeschön für deine Spende noch am Ende des Streams. So, dann machen wir noch die letzten 20 für heute, weil dann wird noch auf dem Discord gemeddelt. Zombie Olli grüße ich. Dann Conny grüße ich. Fortnite King grüße ich. GamerTV grüße ich. Luck Gaming grüße ich. Daniel C grüße ich. Laurin 0815 grüße ich. Dann, wen haben wir noch? San Diego grüße ich. CR Gaming YouTube grüße ich. Elli grüße ich. Ach, schau mal, das ist Elli. Ja, moin, Elli ist einfach mal hier. So, noch die letzten 10 für heute. Den Apple-Fan grüße ich. Justin grüße ich. Den Ben grüße ich. Celina grüße ich. Geilo Dragon 1000 grüße ich. Dann den Ermikan grüße ich. Jolene grüße ich. Und die letzten 3 für heute will ich sagen, den Epic Clips grüße ich. Dann haben wir hier noch
Daily Assad grüße ich. Und zu allerletzt, also kannst du Robert grüßen. Ja, natürlich, Jack O'Neill. Der Robert wird gegrüßt von mir. Das ist mal wirklich auch die letzte, hier die allerletzten. Irgendwie, den ich noch nie gesehen habe. Maria grüße ich. Hatte ich noch nie am Ende des Streams. Maria. Maria wird gegrüßt. So. Und der Philipp Zimmer brüllt nochmal 2 Euro raus. Grüß mal Michael Zimmer. Ja gut, dann Michael Zimmer, Grüße geht auch nochmal raus an dich. Aber jetzt war's das wirklich, weil sonst komme ich heute nicht mal auf den Discord. Klar, weil ich muss noch ein bisschen was machen. Aber wie gesagt, später jetzt, direkt nach dem Stream wird Discord gemeldet. Kommt mit. Wird auf jeden Fall lustig. Und würde sagen, wir sehen uns. Bis später, Leute. Haut rein. Und ach ja, Doschab wollt ihr noch, ne? Doschab hauen wir noch rein. Ich verabschiede mich. Tschüssikowski. Doschab eingeblendet, bitte. Dankeschön. Tschüssikowski, meine Lieben. Wir sehen uns. Tschüssikowski.